Jawohl! Ich sehe noch gar nichts. Oh, krass, ich sehe dich schon. So, jetzt Jetzt. ja. Ah, da haben wir es doch. Jawohl. René, grüß dich. Abend. Kannst du mich ganz klar sehen und hören? Ich sehe dich ja, aber meine Earpods spinnen gerade. Moment, ganz kurz. Ja, ich kann sie auch auslassen. Stimmt, meine Frau hat mir irgendwann hat gesagt, ich lasse sie aus. Dann lasse ich sie aus. Dann passt es doch. Hörst du mich? Wir hören uns nicht doppelt oder sowas, ne? Nö, gar nicht. Das hört sich gerade wirklich perfekt an. Okay, sehr gut. So, René, du bist jetzt hier um 19:03 Uhr bei mir live in meinem Stream. Wie sah denn dein bisheriger Tag aus heute? Heute durfte ich mal ausschlafen, weil wir erst um 14 Uhr Training hatten. Dann habe ich ganz normal mein ja, klassisches Morgenritual gemacht. Dann war Training, wie gesagt, Trainingsvorbereitung, Videoanalyse von unserem Spiel am Montag gegen Rostock. Und ja, danach quasi so ein halbes Abschlusstraining, weil wir morgen in der Früh schon um 7 nach Duisburg losfahren. Okay, wenn du jetzt sagst, du darfst jetzt einigermaßen ausschlafen, wie sieht das bei dir aus? Also, bis wann schläfst du dann? Da sowohl meine Frau als auch ich heute frei hatten, haben wir heute tatsächlich bis 10 Uhr mal geschlafen. Boah, krass, Und was ein Luxus. ja, normal ist eher so zwischen 7 und spätestens 8:30 Uhr, sage ich mal. Ja. Also das ist. Okay. Wenn jetzt, also ich meine, bis 10 Uhr, also erstens, ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwie bis 10 Uhr geschlafen habe. Musst du dafür auch dann dementsprechend spät ins Bett gehen oder nimmt dein Körper sich sofort auch die Zeit und sagt, okay, ganz ehrlich, ich nehme auch 10 Uhr? Ich habe dich jetzt überhaupt nicht verstanden. Hörst du mich Okay, flüssig? jetzt höre ich dich wieder flüssig, genau. Wenn du jetzt selbst, jetzt wenn du jetzt generell sagst, du hast bis 10 Uhr geschlafen. Ich persönlich kann mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal bis 10 Uhr geschlafen habe. Musst du für 10 Uhr auch dementsprechend Ja. später ins Bett gehen oder ist es so, dass dein Körper sagt, ey, ganz ehrlich, 10 Uhr, let's go? Ja, ich sag mal, normalerweise gehen wir so zwischen 23 Uhr, also spätestens eigentlich 23:30 Uhr normalerweise so ins Bett, oder? Kommt schon hin, ja. Aber gestern waren wir dann, glaube ich, bis 12:30 Uhr wach, aber es ging dann auch. Also ich kann dann auch ohne Probleme mal 9, 10 Stunden schlafen, habe ich gar kein Problem damit. Okay, also es ist mega lustig, dass du jetzt sofort mit dieser Schlafthematik kommst, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich dir diese Frage so früh schon stellen werde. Ich stelle dir mal die Frage und dann kannst du mir, bevor du die Frage beantwortest, mal kurz verraten, von wem ich diese Frage auf persönlichem Wege bekommen habe, okay? Ja. Okay, also René, was musst du vorm Schlafengehen noch unbedingt machen, um ruhig zu schlafen? Fragezeichen. Und was hält dich nachts trotzdem so oft wach? Was muss ich vorher unbedingt machen? ja, okay, ich bin draufgekommen, ja, von wem du das hast. Ja. Ja, es ist sehr, sehr lustig. Nee, ich habe nicht nur Morgenritual, ich habe auch ein Abendritual im Prinzip. Und das ist, ich muss immer das Katzenklo für unsere Katzen machen, weil ich das wirklich dramatisch finde, wenn die, ja, wir haben ja eine blinde und eine taube Katze. Und der taube Kater, der ist sehr, sehr penibel. Und wenn es da mal nicht so sauber ist, wie er sich das vorstellt, dann dreht er halt komplett durch. Und schmeißt dann nachts so alle Sachen vom Nachttisch und das möchte ich natürlich vermeiden. Deswegen muss ich quasi als Abendritual immer, das ist Minimum, das Katzenklo machen. Normalerweise ist es Katzenfüttern, Katzenklo, dann die Supplements für morgen schon mal bereitstellen und sowas. Das muss eigentlich vorm Schlafengehen gemacht werden, sonst gehe ich nicht ins Bett. Und ja, die Frage kommt natürlich von meiner Frau, ist ja klar. So sieht's aus, genau. jetzt mal unter uns. Ich meine, das kannst du jetzt so sagen. Machst du das mit dem Katzenklo jetzt quasi in einem reinen Angelinteresse oder willst du dich so ein bisschen freikaufen für die Zeit, wenn es vielleicht mal ein Kind gibt, dass du sagst, so, ey, ganz ehrlich, Schatz, ich muss nicht aufstehen. Ich habe immer das Katzenklo früher gemacht. Also kannst du jetzt auch das Baby machen. Das ist ein interessanter Gedanke, aber nein, nein. Also wir haben hier, ja, wir teilen uns so ein bisschen die Aufgaben immer. Also ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen,
dieses klassische alte Rollenbild, ich komme nach Hause, die Frau hat gekocht, macht alles im Haushalt, nee, wir teilen uns das alles auf. Und ich habe auch gar kein Problem damit, werde auch kein Problem damit haben, wenn wir mal Kinder haben irgendwann, wenn's so kommen soll, dass ich dann nachts aufstehe. Also da bin ich schmerzfrei. Da haben wir durch die Katzen schon eine gute Erziehung, sage ich mal. Ja. Weil unser Tauberkater, der dreht wirklich immer durch. Also das ist, wenn er fressen will, nachts um 4, schmeißt er eiskalt alles vom Nachttisch. Und ja, obwohl er es nicht hört, ne? Ja, ja. Ja, aber vielleicht gerade deshalb, vielleicht ist ihm sein Ausmaß nicht bewusst. Er ist schon ganz schön schlaues Kerlchen, ne? Ja. Habt ihr euch bewusst jetzt für jeweils einen Taubenkater und was war das? Taub und Blind. Stumm wird schwer. Genau. Ja, hast du ein stummes Tier gesehen? Geht's bestimmt, aber. Nee. Das ist deswegen, weil wir ja relativ häufig umziehen und wir können nicht immer gewährleisten, dass wir einen Gartenanteil haben in der Wohnung oder ein Haus. Weil manchmal ist es halt Innenstadt oder ein Balkon und deswegen wollten wir keine Katzen uns holen, die wir, sage ich mal, einsperren und dann nur zu Hause halten können. Und dann war eigentlich der erste Grundgedanke, dass wir eine alte Katze irgendwie aus dem Tierheim holen, der nochmal einen schönen Lebensabend geben. Und dann hat meine Frau geguckt und hat gesehen, ja, im Tierheim eine blinde Katze, eine taube Katze, beide jung. Und dementsprechend, die können eh nicht raus, weil da wäre dann schnell Ende mit Autos vor der Straße oder auf der Straße etc. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, passt ja, dann holen wir uns die zwei und hat super funktioniert. Ach, richtig, richtig cool. Sind das dementsprechend auch eure ersten Haustiere? Oder? Unsere ersten gemeinsamen, ja. Ich meine, die haben wir, als wir nach Burghausen gezogen sind, haben uns die dann relativ früh geholt. Das war im Prinzip ja die zweite Wohnung, die die Katzen geholt. Jetzt hat meine AirPods haben sich jetzt verbunden, deswegen tue ich sie jetzt mal rein. Ist auch ganz schlau von den Dingern. Warte mal kurz. Ja. Warte mal, ich tue die mal raus. Dann nutze ich mal kurz den Technik-Break, um ein Ladekabel zu holen für mein Tablet. Warte. Mach das. So, jetzt perfekt. Ja. So. Da sind wir wieder. Okay, dann lass uns mal kurz weitermachen. Du hast gerade so beiläufig deine Morgenroutine erwähnt. Wie sieht deine Morgenroutine so im Genauen aus? In der Regel nehme ich mir da Zeit, einfach mal wirklich, ja, meistens eine halbe Stunde, wenn ich es gut hinkriege, auch mal eine Stunde, einfach nur Zeit für mich zu haben im Prinzip. Also sieht dann so aus, dass ich meine Supplements nehme, mein Lavita, meine Tabletten, die ich zusätzlich nehme. Einen Espresso lasse ich mir raus und dann setze ich mich an den Tisch und ja, nehme mir quasi vor oder gehe den Tag so ein bisschen mental durch und schaue, was ich heute vorhabe, was ich heute machen möchte, was ich heute erreichen möchte und wie ich so ein bisschen in den Tag starten möchte. Das sind jetzt nicht nur so To-Do-Listen in dem Sinne, sondern eher so, ja, vielleicht ein bisschen bewusster den Tag zu erleben. Vielleicht, da stehen dann so banale Sachen drauf wie, heute verteile ich mal ein paar mehr Küsse an meine Frau oder sowas, bin da lieber. Oder ich trainiere hart und habe einen Fokus voll aufs Training, bereite mich gut darauf vor, solche Sachen stehen dann da drauf. Manchmal meditiere ich dazu, je nachdem, wie viel Zeit ich eben dann noch habe. Eine Viertelstunde gehe ein bisschen in mich. Aber diese Zeit nehme ich mir dann eigentlich bewusst für mich, weil in dem Moment, wo du normalerweise die Haustür verlässt, tust du ganz viele Sachen für andere. Und ja, das holt dich ein bisschen runter, bringt dich quasi ein bisschen besser in den Tag, dann lässt dich ein bisschen bewusster leben. Seit wann machst du das Ganze? Das mache ich jetzt, Gott, seit bestimmt 4 Monaten. Ja. Ach krass, wie bist du dazu gekommen? Zum einen es gibt ja dieses 6-Minuten-Tagebuch, was quasi eben auf diesen Ansatz basiert, dass man jeden Morgen 3 Dinge aufschreiben soll, für die man dankbar ist. Vielleicht am Abend dann auch 3 Minuten sich Zeit nimmt, den Tag zu bewerten, was man vielleicht am nächsten Tag besser macht. Generell beschäftige ich mich schon intensiv mit dem Thema, ja, Psychologie, nicht nur jetzt im Leistungssport, sondern auch ja,
im normalen Leben. Und ja, die Morgenroutine ist halt einfach so, dass sie dich einfach bewusster leben lässt. Ja, das habe ich so im Selbstexperiment, sage ich mal, rausgefunden. Natürlich liest man viel drüber. Man sagt immer, die erfolgreichen Menschen haben alle Morgenroutinen. Da dachte ich mir, gut, das interessieren mich die anderen Leute. Ich möchte, dass das für mich gut klappt. Und ja, so bin ich so ein bisschen drauf gekommen. Und also okay, also sowas funktioniert ja auf keinen Fall von heute auf morgen. Und wahrscheinlich also okay, das wirst du mir jetzt verraten, jetzt auch noch nicht so am Ende deiner perfekten Routine. Okay, vielleicht doch, aber wie lange hast du dafür gebraucht, um so deine jetzige Routine zu finden? Boah, lange, lange. Im Prinzip ging es ja, also ich sage mal, die Anleitungen sind ja relativ einfach. Du sollst dir ja wirklich Zeit nehmen, nur für dich, dein Handy weglassen. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, die ich vergessen habe. Also wenn ich aufstehe und wirklich in meiner Morgenroutine bin, dann lasse ich mein Handy bei der Seite. Dann schaue ich nicht den klassischen Weg, soziale Medien, Kicker, WhatsApp, was weiß ich was, sondern ich lege es bewusst einfach mal diese erste Stunde weg und auch die Apple Watch bleibt wegliegen, dass ich wirklich keine Einflüsse, keine Reizüberladung, sage ich mal, da in dem Sinne generiere schon am ziemlich frühen Morgen. Es hat lang gedauert, aber die ersten Schritte, die sind ja bei jedem gleich, sage ich mal. Da wird dir empfohlen, wie gesagt, lass das Handy weg, nimm dir Zeit, mach dir einen Espresso, mach dir einen Kaffee, setz dich hin, schreib deine Ziele auf. Und ich sage mal so, wenn du dich da so ein bisschen dran hältst, dann kannst du schon relativ schnell was entwickeln. Bei mir geht es ja dann auch noch einen Schritt weiter, dass ich nicht nur so die Morgenroutinen habe, sondern Spielroutinen, die ich seit einem Jahr jetzt vor jedem Spiel mache, mit Rollen, Yoga, ein bisschen meditieren. Ja, das hat sich so in diesem Jahr eigentlich entwickelt. Perfektioniert ist es natürlich nie, aber da geht es eigentlich gar nicht um Perfektion, sondern da geht es darum, sich wohlzufühlen und sich selbst zuzuhören. Okay, wann ist es denn das letzte Mal passiert, dass du dann oder dass du jetzt durch was auch immer jetzt deine Routine nicht so perfekt durchziehen konntest? Hast du dann noch direkt gemerkt, so, ach, shit, ey, oh, das fühlt sich auch jetzt total komisch an? Nee, also es fühlt sich komisch an, nicht. Es ist eher so, es soll ja kein Druck sein. Es ist ja kein Druck, es soll ja nicht gestellt sein, sondern es soll ja aus dir kommen. Du sollst dich damit wohlfühlen. Es gibt manche Tage, wo ich halt tatsächlich dann auch mal sage, gestern war brutal intensiv. Vielleicht geht es mir auch nicht gut, vielleicht fühle ich mich auch jetzt gerade nicht gut und mir ist die Stunde im Bett, sage ich mal, die halbe Stunde länger im Bett liegen bleiben oder wie auch immer, dann in dem Moment gerade ein bisschen mehr wert. Wobei du dann eigentlich danach merkst, ach, wärst du mal lieber eine halbe Stunde früher aufgestanden, das hat es jetzt auch nicht mehr gebracht. Das kennt ja jeder. Ich drehe mich nochmal um und im Endeffekt bin ich nach der halben Stunde genauso müde wie vorher, wäre ich mal gleich aufgestanden. Also ich merke es schon, wenn ich das mal eine Zeit lang nicht mache, wenn ich das einen Tag mal nicht mache, dann ist es nicht so dramatisch. Aber wenn ich das jetzt eine Woche nicht mache, merke ich, dass ich einfach so ein bisschen den Fokus verliere. Also was heißt den Fokus verliere? Du weißt, was ich meine, da geht es um Ja, Nuancen, klar. ja? Da geht es um wirklich Kleinigkeiten. Ja, dass ich sage, ja, jetzt war ich heute nicht so diszipliniert, nicht so organisiert, vielleicht habe ich mich gestresster gefühlt. Das sind dann so ja die Auswirkungen. Ah ja, okay. Ja, mega, mega interessanter Bereich auf jeden Fall. Und kann da auch nur jeden, der auch so ein bisschen so das Gefühl hat, irgendwo immer so, ja, irgendwo, ja, gestresst so in den Tag irgendwo reinzukommen oder generell, ja, sich einfach in der Hinsicht nur so abhetzt, einfach sich auch morgens mal so die Zeit zu nehmen, um einfach mal so seine sanfte Grundlage quasi zu legen. Auch jetzt beispielsweise mit der Sache mit nach dem Aufstehen erstmal wirklich keine Apple Watch, kein Handy oder sowas. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also ich sehe es weniger als so Morgenroutine oder als so Meditation, sondern halt eher so als, ich benutze das Ding halt sonst viel zu oft. Zum Beispiel, wenn ich aufstehe, ist meine erste Stunde auch komplett ohne Handy. Aber nur, weil ich halt weiß, der ganze Tag, also den ganzen Tag habe ich dieses Ding halt sonst um mich herum. Und dann nutze ich diese eine Stunde morgens beispielsweise dann auch dann, um so für mich einfach so ein paar Beweglichkeitsübungen oder sonst irgendwas zu machen. Aber das ist eher so weniger Routine, sondern eher so, okay, wonach ist mir heute? So. Und teilweise, da gibt es wirklich verschiedene Sachen, aber diesen Ansatz, den du da hast, kann ich nur zu 100% bestätigen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr gut tut. Ja. So, dann lass uns mal kurz weitermachen. Wir haben jetzt so ganz grob erfahren, wie so deine Abendroutine mit dem Katzenkloß aussieht und deine Morgenroutine ist mit
dem Meditieren unter anderem. Du hast auch gerade genannt, dass du morgens dann deine Supplements nimmst. Was für Supplements sind denn das so? Also ich habe einen Vitamin- und Nährstoffkomplex. Ich will jetzt keine große Werbung machen, aber es ist La Vita. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Ist so das Produkt mit der höchsten Bioverfügbarkeit, was Basisversorgung, Breitenversorgung im Vitamin- und Mikronährstoffspektrum angeht. Und ja, da trinke ich jeden Morgen mein La Vita im Prinzip, supplementiert zusätzlich noch alle Woche, sage ich mal, oder alle 1,5, 2 Wochen Vitamin D3. Täglich ist dann noch dabei Selen, Q10, Omega-3. Was habe ich noch drüben? Selen, Q10, Omega-3, Zink. Mhm. Das sind so meine täglichen Sachen. Und abends nehme ich Magnesiumglycinat, so ein bisschen zum Runterkommen, zum Einschlafen. Okay. Das sind so meine Morgensupplements. Und dann habe ich natürlich noch was für Pre-Workout und Past-Workout. Okay. Hast du dir das alles so selbst angeeignet? Oder bist du da mit Leuten zusammen, die dir da so ein bisschen unter die Arme greifen? Also angefangen hat bei mir dieser Fokus darauf, wie es so oft bei einer schweren Verletzung am Knie. Wo ich gesagt habe, ich möchte alles. Das? Ein Innenbandriss. Also okay. Aber wirklich ein Abriss oben am Ansatz, wo die Leute gesagt haben, oder mir 3 von 4 Ärzten im Prinzip geraten haben, ja, lieber operieren. Ansonsten wirst du immer Probleme haben, weil es einfach nicht stabil zusammenheilen wird und prognostizierte Ausfalldauer von 12 Wochen. Minimum war. Und ich wollte aber früher wieder fit sein und habe mich da dann eingelesen ins Thema Ernährung, Supplementierung, ja, Regeneration allgemein, Lebensführung, Lifestyle, so ein bisschen, was man alles machen kann, um eben so ein bisschen die Heilung zu verbessern. Und natürlich habe ich da auch mit Experten gesprochen, also jetzt nicht Dr. Google und Bibi, sondern natürlich mit verschiedenen Ökotrophologen zusammengearbeitet. Meine Schwiegermutter ist Allgemeinmedizinerin, die sich auch sehr mit diesem Bereich beschäftigt. Und ja, da sind auch regelmäßige Bluttests dabei. Also ich fresse es jetzt nicht einfach so zum Spaß und gebe ihm. Wobei ich sagen muss, so eine Grund- oder Basisversorgung, wie ich das jetzt mit La Vita habe, die empfehle ich eigentlich jedem. Weil du damit nichts falsch machen kannst. Du kannst keine Überdosierung studientechnisch nachgewiesen erzielen und die Werte werden einfach besser in der Breite. Das tut ja nicht jedem gut. Ja, wenn man dahingehend wirklich noch ein bisschen was, ja, so auf einem einfachen Wege, sage ich jetzt mal so, dazulernen möchte, kann ich auf jeden Fall, du wolltest jetzt keine Werbung machen, aber deine regelmäßige Clubhouse-Runde empfehlen, die du hast, die ich auch sehr, sehr interessant finde und wenn ich die Zeit dazu finde, da auch sehr, sehr gerne zuhöre. Sag mal kurz, ist die regelmäßig? Und wenn ja, wann? Die ist jetzt regelmäßig. Ich habe mit meinem Co-Moderator, mit meinem Partner, sage ich mal, mit dem ich das zusammen mache, im Bereich Ernährung mit dem Lars Stelzner abgemacht, dass wir es alle 2 Wochen mittwochs machen um 19 Uhr, um da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Leider wird es nächsten Mittwoch, das muss ich ihm jetzt heute Abend direkt noch schreiben, nicht funktionieren, weil wir da Pokalspiel haben. Aber ansonsten haben wir alle 2 Wochen Mittwoch eben Clubhouse 19 Uhr den Ernährungstalk. Ja, ja, Lars auch wirklich überragender Kerl. Ist ja, glaube ich, aus der Schweiz, richtig? Ja, ich glaube, er ist Deutscher, aber ich glaube, er lebt ja aktuell in der Schweiz, so wie genau. Ich das gerade richtig. Ja, also ist auch schon öfters mal bei unseren Talks auf jeden Fall so mit dabei gewesen und habe ich auch schon mit ihm ausgetauscht. Wird auch demnächst hier zu Gast sein. Und ja, also dieser Mix aus dir und Lars und dann quasi den Themen, über die er redet. Leute, wenn ihr die Chance habt, hört auf jeden Fall zu. Ist ein geiles Ding, auf jeden Fall. Ja. Danke für dein Lob. Ja, ist ja kein Problem. Auf der einen Seite haben wir jetzt über deine Morgenroutine als auch die Abendroutine geredet. Jetzt würde ich gerne in die nächste Kategorie gehen. Und zwar, diese Kategorie heißt 5 Fire Questions. Also 5 schnelle Fragen, die ich dir jetzt stelle und du musst die so schnell es geht beantworten, okay? Mach mal, ja. Okay. Erste Frage. Was bereust du aus deiner Schulzeit am meisten? Dass ich nicht aufmerksam war und die Zeit nicht genutzt habe, um wirklich was mitzunehmen. In welchen Fällen warst du nicht aufmerksam? Ich war einfach lernfaul. Ich habe das Abitur im Prinzip nachgeschmissen bekommen, habe mich von der 5. Klasse, also das heißt nachgeschmissen bekommen, von der 5. Klasse bis Ende durchgemogelt, nicht gelernt, einfach nur, ja,
quasi die Stunde davor genutzt, um halt zu lesen, um was es geht. Und ich bereue das auch, dass ich ja im Prinzip von der 5. Klasse an Latein hatte, ab der 7. Klasse Englisch. Und im Prinzip 7 Jahre Englisch hatte, 5 Stunden die Woche, und mein Englisch-Wortschatz und meine Sprachkünste einfach grausam sind für diese Zeit, die da nicht aufgegangen ist. Ja. Und das bereue ich wirklich, weil wenn man schon da ist, das ist so meine, wenn man schon da sein muss, ja, als Kind oder als Jugendlicher siehst du es natürlich anders, aber wenn man schon da ist, dann kannst du ja auch was machen wenigstens. Ne? Dann musst du ja nicht zu 100%, aber ich meine, keiner von uns steckt denn in dem Kopf unseres 14- oder 12-jährigen Ichs, und zu wissen, was da denn in der Zeit irgendwo, okay, in deinem Fall wahrscheinlich Fußball, also dass der Fußball wichtiger war, aber wahrscheinlich haben deine Eltern dir zu dem Zeitpunkt ja auch schon gesagt, ey, René, oder wie sie sich halt auch genannt haben, jetzt mach mal, und du so, nee, ich möchte nicht, aber ganz ehrlich, so, du weißt es jetzt für dich, und ja, wenn ihr vielleicht irgendwann selbst Kinder bekommen solltet, kannst du da mit noch einem besseren Beispiel dann vielleicht sogar vorangehen lernen. Ich hoffe, ja. Ja, okay, dann komme ich zu der zweiten Frage. Ist eine Entweder-Oder-Frage. Also, entweder nie mehr essen gehen, also auswärts essen gehen, oder nie mehr von deiner Freundin bekochen lassen. Dann nie mehr essen gehen. Okay. Ich glaube, das ist auch die beste Antwort. Nein. Und das ist wirklich heftig, dass ich das sage, weil ich liebe das, oder wir lieben das auch, wirklich gut und qualitativ hochwertig essen zu gehen. Und das ist das, was uns so mit der Kultur, mit der Kunst am meisten fehlt, dass wir nicht wirklich schön essen gehen können. Aber das ist schlimm momentan, oder? Ja, es tut wirklich weh. Das tut wirklich weh, ja. Jetzt ist schon ein Jahr. Ich meine, das ist mein 2. Geburtstag ohne Restaurant im Prinzip am Samstag. Ja. Also normalerweise wären wir da schön in ein wirklich gutes Restaurant gegangen, hätten es uns gut gehen lassen, haben eine schöne Weinbegleitung dazu. Aber tja. Müssen wir jetzt leider alle noch ein bisschen was durch. So. Ja. Aber lass uns Corona bitte hier in dem Talk nicht zu groß werden lassen. Das ist schon groß genug. Überall hier ist Corona-freie Zone, ohne jetzt zu politisch oder unpolitisch zu sein. Ja, dann würde mich schon interessieren, wo ihr dann gerne jetzt hier bei mir in Krefeld essen gegangen seid. Ja, da schreibt er ja gerade, der Alex Haufe. Wir waren oft Gast im Pur, wir waren im Chi-Sushi sehr gerne, wir waren gerne im Winehouse, ja, genau, richtig. Winehouse, das ist in diesem kleinen Mini-Gewerbegebiet, nenne ich jetzt mal. Genau, oder? Richtig. Gegenüber gibt es auch einen super Italiener, der richtig gut ist. Ja. Unser Lieblings-Asiate, Gott, wie hieß der noch? Wo wir immer bestellt haben, wo wir immer geholt haben. Weißt du das zufällig? Das ist die... Nein. Der in der Stadt, der das gesunde asiatische Essen hatte. Das authentische vietnamesische. Green Chili. Ah, okay. Green Chili, mega. Ja, richtig gut. Aber ich muss leider Gottes sagen, in Krefeld, ja, schwierig, ne? Also wie gesagt, wir haben das Pur auf sehr hohem Niveau. Ja, TNT war nix. Also, sorry, Entschuldigung, möchte ich jetzt nicht. TNT, ja, TNT in Northern Asia war nicht unser Favorite Sushi. Da waren wir lieber im Chi-Sushi. Vorher war, wie hieß das, was zugemacht hat, der Franzose? Chopin, okay. Glaube ich. Sag mir selbst nichts. Chi-Sushi kenne ich natürlich. Ist auch nicht so weit weg von hier. Chopin, genau. Ja, gut. Also ich meine, wenn man dir folgt und mal so deine Story-Highlights sieht, sieht man auf jeden Fall, also sagen wir so, man soll sich deine Story-Highlights nicht mit Hunger angucken. Nee, besser. Genau, danke. Okay, ja gut. Aber es ist echt eine krasse Aussage. Das muss aber auch dementsprechend heißen, dass deine Freundin nicht nur Essen macht, was gut aussieht, weil es sieht wirklich geil aus, also Props dafür, sondern auch, dass es verdammt gut schmeckt. Ja, es ist, also es ist auch oft so, man geht, also das haben wir generell so diese Problematik, dass wir, oder dass der Mensch, sag ich mal, das Arbeitstier, was wir gerade oder was wir meistens sind, sich nicht diese Zeit nimmt, gut zu kochen. Obwohl im Prinzip das, was du zu Hause dir kreieren kannst, teilweise besser ist als das, was du im Restaurant bekommst. Und ohne jetzt da irgendwie angeben zu wollen oder sonst irgendwas, aber da habe ich halt einfach mega Glück, was das angeht, dass meine Frau da so gut kocht. Und oft ist es wirklich so,
dass wir in ein Restaurant gegangen sind und das war dann ja nicht so gut wie zu Hause. Und dann ärgerst du dich halt dann natürlich, dass du halt dann 60, 80 Euro dafür ausgibst. Ja. Zu Hause hättest du ein Bruchteil davon. Ja, genau. Das stimmt schon. Ja, aber cool. Geile, geile Antwort auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit der dritten Frage. Und zwar, René, was nervt deine Mitspieler am meisten an dir? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Also es könnte sein, dass ich ziemlich viel rumschreie, wenn was mal schief geht. Ja. Das ja, okay, könnte aber sein, ja. Aber positiv. Ich schreie ja nicht nur so wortlos oder sinnlose Sachen durch die Gegend, sondern eigentlich schon klare Coachings. Aber ich bin halt schon immer, ja, jemand schreibt seinen Ehrgeiz, ja. Ich glaube nicht, dass es nervig ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach nicht. Ich bin eigentlich kein nerviger Typ, muss ich ehrlich sagen. Das klingt jetzt blöd, ne? Das klingt jetzt blöd, aber... Man kann ja auch nervig auf eine gute Art und Weise sein und jetzt nicht auf eine negative Art und Weise. Ich glaube, das kann sein, weil ich habe so diesen Leitspruch, sag ich mal, immer weiter und weil es halt einfach immer weitergeht und weil das so meine Überzeugung ist, egal wie schlimm was ist, ich kann mich vielleicht rauskämpfen, ich kann weitermachen oder ich muss weitermachen. Natürlich jetzt ohne das wegzudrängen, wenn was schlecht ist, ist was schlecht. Ich bin kein so großer Verfechter von einfach blinder, positiver Psychologie, die dann sagt, ja, alles ist gut, weil ja, es gibt halt auch mal schlechte Tage. Aber Türkisch fluchen. Ja, genau, Türkisch fluchen kann ich ja nicht, ja. Aber ja, das kann schon sein, dass es vielleicht das eine oder andere Mal so, ach mein Gott, jetzt sagt er schon wieder, geht weiter und das stimmt schon, was ich immer geschrieben habe, sein Ehrgeiz, vielleicht geht das dem einen oder anderen mal ein bisschen auf den Senkel, weil ich halt eigentlich immer aufs Gaspedal drücke. Okay, okay. Ja, aber ich finde das jetzt nicht grundlegend negativ, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber die vierte Frage jetzt, wer ist der bessere Fußballer, du oder dein Vater? Allein schon, leider muss ich das sagen, leider schon wegen, weil der Fußball viele, viele Fortschritte gemacht hat, muss ich sagen, ich glaube, ich bin kompletter. Ja. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ja, es war früher echt so, als er noch ja, richtig gut laufen konnte und auch fit war körperlich, hat er mir die Dinge aus 16 Meter, er hat mir jeden reingehauen, jeden und und das Schlimme war, der hat sich keine Handschuhe angezogen, da war ich so 14, 15, und er hat sich keine Handschuhe angezogen und ich habe aus 16 Metern geschossen und wenn wir so einen Wettbewerb gemacht haben, habe ich verloren. Das muss ich mir vorstellen, ich kann wirklich gut schießen, ja, ich kann echt gut schießen, aber der wusste immer, wo ich hin, der hat es immer gesehen, ja, komisch, ja. Ich meine, der kennt mich auch ja, zu dem Zeitpunkt schon besser, als ich mich selbst kannte, fußballerisch, aber das ist so eine lustige Anekdote, ja. Ach, geil. Wobei man das auch nicht vergleichen kann, er ist Stürmer, ich bin Torwart, aber das Schöne ist, dass er einen großen Fußballsachverstand hat und dass ich mit ihm immer Szenen wirklich gut und auch kritisch analysieren kann, nicht einfach so, ja, so ungefähr, mein Sohn, du bist ist der halt Beste, so. Alles ist toll und du machst keine Fehler, sondern wenn halt mal was schief geht, dann geht halt mal was schief und dann kann man da gut drüber reden. Meinst du, hatte dir auch... ja, hier da unten. Ein ehemaliger Mitspieler, ich kann nicht gut schießen. Ja, dann frag mal Mario Basler, ob ich gut schießen kann. Ja? Der hat einiges an Geld verloren damals im Training. Oh, okay. Oh fuck, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Fünfte Frage. Ja, genau. Warte, noch nicht die nächste Frage. Meinst du oder bist du auch der Meinung, dass dein Vater dir dahingehend auch vielleicht sogar bis heute geholfen hat, was nicht nur den Fußball, das Spiel als solches angeht, sondern auch was so in diesem Apparat dahinter so alles passiert? Ja und nein, weil das Geschäft sich schon deutlich verändert hat zu dem, was es früher ist, ja, oder früher war. Früher galt so diese Handschlagmentalität und ja, wir machen es halt mal und geht's raus und spielt Fußball so ungefähr. Und dieser Hype war noch nicht so da, auch die Medienpräsenz. Im Prinzip sind wir ja gläserne Profis. Jeder von uns hat soziale Medien, die Leute sehen, was wir essen, wie wir leben, was wir machen. Und das war ja früher nicht so. Früher, wenn ich jetzt sage, jemand hätte einen Stefan Effenberg so beleidigt, wie es manchmal in den sozialen Medien heute ist, am Platz, ja, oder daneben, dann wäre der rausgegangen und hätte ihm wahrscheinlich eine Schelle gegeben, dann wäre Ruhe gewesen, so ungefähr. Ja, also ja, die Zeiten haben sich halt einfach geändert, das ist halt einfach so. Ja, das stimmt schon. Aber er hat mir natürlich extrem viel mitgegeben und ich sehe viele Dinge, die ich
Ja, einen ersten Kontakt zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, wir sind früher immer draußen gewesen auf der Straße und ich glaube, wir haben eine Woche lang jeden Tag Brustannahme, Oberschenkelannahme geübt, einfach so zusammen und er hat es mir erklärt, wie es geht und daher kommt so, es kommen schon viele Dinge, die so, ja, die mich auch so ein bisschen ausmachen, auch von ihm, das ist ganz klar. Okay, sehr, sehr coole Sache. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Und zwar, bist du ein besserer Keeper oder ein besserer Schiri? Ah, oh, meine Frau sagt, ein besserer Keeper. Ich will jetzt keine große Diskussion über Schiedsrichter lostreten, aber ich bin schon der Meinung, dass Fußballprofis oder Spieler, die selber Fußball gespielt haben, in gewisser Art und Weise ein besseres Gespür für manche Szenen, ja genau, du machst das richtig, ja, haben. Aber hauptberuflich bin ich Torwart und nicht Schiedsrichter, deswegen sage ich es jetzt einfach, ich bin natürlich der bessere Torhüter als der bessere Schiedsrichter. Wobei ich auch zu der Zeit, als ich gepfiffen habe, wirklich mit den Jungs natürlich anders umgehe auf dem Platz. Vielleicht kollegialer, vielleicht nachsichtiger, wenn sie mal meckern, wenn sie mal ausrasten, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn du auf der anderen Seite stehst. Und da kam mir schon viel, ich will jetzt nicht übertrieben klingen, aber viel, Dankbarkeit ist das falsche Wort, aber sie waren froh, wenn sie gesehen haben, dass ich pfeife. Weil dann wussten sie, okay, es läuft und der muss jetzt nichts beweisen und der muss jetzt, erzählt mir keinen Schrott und so. So dieses Klassische hier, was, wo ich jemanden, ja, selber, wenn der Kamm schwillt, wenn dann Schiri wieder so wild durch die Gegend läuft und so macht, so eins, zwei, drei, hier gelb. Weißt du, so, geh doch hin und gib ihm die gelbe Karte und ruhig, du musst doch da nicht. Ich sage immer, der Schiedsrichter ist nicht der Zampano, sondern er ist so ein bisschen der Diener des Fußballs, aber das vergessen manche ein bisschen. Jetzt möchte ich nicht weiterreden, weil zum Schluss ist der ein oder andere da und dann kassiere ich vielleicht die fünfte Gelbe am Wochenende gegen mich. Ja, das hatte ich letztens in einem Clubhouse-Talk, als auch ein paar Schiris dabei waren, als auch ein paar aktuelle oder kommende Profis. Ein Kumpel von mir auch, der bei Gladbach spielt. Und ihm habe ich dann nachher per private Nachricht geschrieben, ist so ganz ehrlich, so wie du jetzt gerade hier mit dem Schiedsrichter gesprochen hast, ist doch jetzt nur, damit du demnächst bei der nächsten Aktion jetzt nicht eine Karte bekommst oder so. Aber naja, alles gut. Letzte Frage dazu noch. Würdest du dich gerne pfeifen? Also hättest du dich gerne als Schiedsrichter auf dem Feld? Bist du ein angenehmer Spieler, was das angeht? Ich bin kein angenehmer Spieler, aber ich bin ein angenehmer Schiri, weil ich weiß, dass eben diese Emotionen dazugehören und da geht es halt, ja, ich mich pfeife. Wenn ich mich pfeifen würde, wär ich komplett konform. Meine Frau sagt, ich würde ausrasten bei mir. Wenn du jemand bist, der wie du bist und sich dir so Feuer gibt, Als wie viel Schiri? mehr? Du hast mich doch als Schiri erlebt. Ich habe keine einzige gelbe Karte gerade wegen Meckern verteilen müssen. Vielleicht eine. Ja, weiß ich kann. Nee, nee. Also ich sage jetzt aus meiner Sicht, ich hätte mich gerne als Schiri, weil manchmal muss man sich aufregen, ja, und da muss das dann auch mal raus. Ja, das ist ein Sport, der extrem von den Emotionen auch lebt. Natürlich ist es wild und es ist unnötig, wenn dann 48 Spieler auf den Schiedsrichter zu sprinten. Und sich dann beschweren und ja, oh, hier, du, dieses ganze Gelaber oder Aber jetzt Schimpfen. mal, also jetzt mal im Ernst, dieses auf den, also wenn eine Entscheidung gefällt wurde und dieses Zurennen auf den Schiedsrichter, jetzt mal, und also es bringt doch nichts, oder? Nee, es bringt nichts, aber du hast manchmal das Gefühl, dass es, wenn die Stadien voll sind, 60.000 Leute so sehen wie du und einer halt nicht. Und da geht es ja schon um, es geht ja nicht nur um natürlich geht es um Spiel, Spaß, Ehre, Punkte, aber es geht letztendlich auch um Sternchen. Positionierungen, um Plätze, um Erfolge. Und wenn du da dann schwer benachteiligt wirst, dass du da dann mal kurz aus der Haut gehst und dann sagst, ey, das kann doch nicht sein, hast du das jetzt wirklich so gesehen, so ungefähr, dann ist es normal, so ein bisschen, finde ich. Ja. Ich finde das. Es ist natürlich anders als beim Handball, wo wirklich jeder, wenn du einen Schiri nur schief anguckst, kriegst du gleich gelb. Das ist meines Erachtens nach auch komplett übertrieben. Ich habe viele Handballspiele gesehen, wo ich mir dann dachte, ja, okay, vielleicht sollten wir Fußballer uns so ein bisschen Eishockey als Vorbild nehmen. Wobei du halt da schwierig mit Mundschutz und Helm schreist du halt nicht. Also, das ist.
Das ist eine interessante Diskussion, die man da halt führen könnte. Ja, genau. Also lass uns Thema schon wieder hier. Aber du hängst bei mir ein bisschen. Ist das mein Internet oder hörst du mich? Nee, also jetzt läuft es wieder, oder? Ja. Perfekt. Also ganz kurz dazu noch. Also jetzt so Vorbildfunktion hin oder her. Aber leider passiert es ja des Öfteren schon noch, dass gerade in unteren Ligen dann Schiedsrichter halt dann in Einzelfällen halt wirklich ja irgendwo dann ja gejagt werden etc. pp. Meinst du nicht, wenn man in oberen Ligen da noch strikter wäre mit dem Meckern und dem Zurennen, dass sich das auch nach unten hin irgendwo auch so widerspiegeln würde oder sollte man das nicht miteinander vergleichen? Das ist diese Theorie und die Praxis. Ja, okay. In der Theorie klingt das ganz gut. Ja, wir haben Vorbildfunktion, wir sollen nicht meckern, weil sonst meckern sie unten. Aber es gibt einfach Grenzen. Ja? Und diese Grenzen sind halt dann überschritten, wenn ich irgendwie gewalttätig wird, wenn ich irgendwie also überaggressiv mit Körperkontakt dagegen vorgehe oder sonst irgendwas. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal in den Profiligen ein Schiedsrichter verprügelt wurde. Also von dem her, ich kann das verstehen, diese Argumentationskette, dass man sagt, wenn man das oben weiter unterbindet, dann findet es unten nicht statt, aber ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und ich finde das nicht ganz schlüssig. Ja, ich finde es nicht ganz schlüssig. Natürlich haben wir eine Vorbildfunktion für unten auch, aber wenn ich jetzt das Thema England nehme, da werden Schwalben zum Beispiel, da wirst du vom eigenen Publikum ausgepfiffen, deswegen findet es nicht statt. Das ist so eine Mentalitätssache, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Und das ist halt bei uns jetzt zum Beispiel auch wieder ganz anders, wenn wir jetzt sagen, wieder jede Schwalbe wird Konsequenz unterbunden, dann machen die in den unteren Klassen keine Schwalben mehr. Das hat ja damit nichts zu tun, sage ich mal. Also, ja, das stimmt. Meiner Meinung nach ist die Argumentationskette nicht ganz schlüssig, aber natürlich haben wir eine Vorbildfunktion und manchmal geht es mir auch wirklich auf die Nerven mittlerweile, wenn ich am Platz stehe und eine gegnerische Bank springt bei jedem Ding auf und schreit bei jedem Ding Schiri an, wo ich mir dann immer sage, ey, jetzt kommt doch mal runter. Ne? Es gibt wirklich spielentscheidende Szenen, aber ich muss mich nicht, und das habe ich zum Beispiel gelernt, ich muss mich nicht mehr aufregen, wenn der Schiri einen Einwurf falsch sieht. Ne? Ich sage jetzt mal so, wir haben jetzt zum Beispiel unser Gegentor gegen Rostock am Montag aus einer Ecke kassiert, die keine war. Mhm. Ja, ich war mir auch sicher in dem Moment, es war keine Ecke, aber was soll ich jetzt machen? Ne? Es ist die Ecke, ich kann es immer noch entscheiden, ich kann es immer noch gut verteidigen oder einen Einwurf verteidigen, aber in so strittigen Situationen wie Elfmeter oder rote Karte, da ist dann natürlich klar, dass da ein bisschen diskutiert wird. Und das wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre, meiner Meinung nach. Ja, aber ich meine, das ist halt gerade, also der Ansatz ist auch vollkommen cool, weil ich meine, du kannst es eh nicht ändern. So, also weshalb sollst du dich dann über solche Sachen dann aufregen? Ja, aber wenn ich nur diesen Ansatz fahre und ich reg mich nicht drüber auf, so dann sage ich halt, ja, mein Gott, der hat den Ball halt jetzt im Winkel geknallt, ich kann es nicht ändern. Ja, dann, also verstehst du, was ich meine? Irgendwo ja, muss okay. Ich ja diese Emotion weiter transportieren. Ja, irgendwo muss da die Grenze sein, ja. Genau. Ich sage, okay. Solange das alles im Rahmen ist, und wie gesagt, ich war selber Schiedsrichter und habe Spiele gepfiffen, wo du wirklich in der Bezirksliga oder in der Kreisliga rumläufst und wo wirklich Feuer ist, ja, wo dieses klassische Dorffußball, wo dann noch draußen reden sie dann rein und so, der klassische Fußball der Basis, sage ich jetzt mal einfach, wo es dann auch eklig wird und wo es nicklig wird und wo dann kleine Reibereien und der kenne ich vom Dorf nebenan und deswegen möchte ich da den jetzt umtreten oder sowas, aber es ist nie was passiert, es kommt ja immer auf die Spielleitung auch drauf an, wie du das annimmst und wie du da drauf zugehst. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall. Jetzt, wo deine Freundin gerade auch, Frau ist das, nicht Freundin? Richtig, Frau, genau. Sorry, ich sage die ganze Zeit Freundin, okay, jetzt ja, alles gut. Frau auch jetzt gerade so ein bisschen über deine Schiedsrichter Sachen interveniert hat, komme ich jetzt auch zu der allerletzten Frage, was das angeht, und zwar: Hast du schon mal Platzverweis bekommen, beziehungsweise weißt du, wie viele gelbe Karten du schon gekriegt hast? Ich habe schon zwei Platzverweise bekommen zu meiner Zeit in Burghausen. Zweimal jeweils wegen demselben Vergehen, meckern. Hat mich auch einiges an Geldstrafe gekostet damals. Und ja, das ist so mein Thema. Die gelben Karten wegen Meckern, das ist, obwohl ich Schiedsrichter bin, immer noch so, oder was heißt immer noch, war bisher immer ein Thema. Ich glaube, ich habe insgesamt, müsste ich,
Ich habe 180 Spiele, glaube ich, in der dritten Liga oder 100. Ja. Nee, nee, ich habe mein 150. ist am Anfang gemacht, 170 oder irgendwie so. Ich habe 200 Spiele, glaube ich. Ich müsste bestimmt 25 gelbe Karten haben, denke ich. 23, Okay. 24, irgendwie sowas. Das ist ja schon eine ganz okay Quote auf jeden Fall für einen Keeper. Mehr. Du sagst mehr? Nee. Du hast in einer Sitzung davor 8. schon 8 und Acht. eine Gelb-Rote. Das heißt, es wären theoretisch 10. noch welche. Nee, Du ich hast glaube so 20, 25 kommt hin. davor hattest du 7. Ja. Ihr solltet jetzt wetten um ein Essen und danach solltet ihr das auflösen. Hast du die Auflösung? Ich hab keine Zahlen vor mir, aber du kannst mir gerne danach Ah. sagen, wer gewonnen hat. Es ist ja leicht zu recherchieren. Was sagst du? Ja, genau. Wenn ich verliere, muss meine Frau kochen Ja. und nein, nein. Ganz kurz, bist du auch ein guter Koch? Nein. Also Okay. ich kann notfalls die Sachen machen und wenn ich nach ihren Rezepten koche, Katze dreht durch, wenn ich nach ihren Rezepten koche, kriege ich es schon hin, ja. Aber ich bin natürlich jetzt nicht so wie sie. Bei mir dauert es auch einfach länger. Wenn ich die Sachen nur schneide, das dauert halt einfach länger. Ja. Also, das ist Okay. halt die Problematik. Okay, so, dann schaffe ich jetzt mal ganz kurz eine Brücke. Wie lange kennst du dich? Oder? Jetzt warst du wieder weg. Ich habe nur gehört, wie lange ich mich selber kenne. Und das, glaube ich, beantworte ich jetzt Nee, nicht. wie lange kennst du schon deine Frau? Wie lange kennst du schon deine Frau? Wir sind jetzt seit 2013, also 7, 8 Jahre, im 8. Jahr verheiratet, in Mhm. der Schule kennengelernt, vor bald 13 Jahren. Boah. Mehr als 13 Nö, mit Jahre. 18 bin ich in Hoffenheim. Ich werde 31, ja, 13 Jahre. Okay. War das eine harte Nuss, sie zu bekommen? Ja, doch. Also ich sag mal so, wir konnten uns am Anfang gar nicht haben, eigentlich so ein bisschen. Wir haben uns immer ein bisschen geneckt, ja, so in diese Richtung. Okay. Und es war halt so der Warst du Klassiker, so wie ein man es. Fußballer-Proll oder weshalb? Ja, genau. Oh. Also, es war so der Klassiker. Ich war früher auch wirklich komplett anders als jetzt. Es war der Klassiker. Ich kam halt auf die Schule und war der Hoffenheim-Fußballer, U-Nationalspieler, was weiß ich, was alles. Und das ist natürlich interessant für viele Mädels, ja, in dem Alter. Und ja. Bei meiner Frau war es halt überhaupt nicht so. Und sie hat es eher angepisst, dass sie alle bei mir dann rumhängen und ich so einen auf Macker mache. Aber es war immer schon so, wir haben uns immer geneckt und da war immer schon irgendwie was. Und irgendwann dann, ja, war es halt dann so, dass wir. Ich glaube, ich habe mich einfach neben sie gesetzt, oder? Wie war das? Irgendwie in Latein oder irgendwas habe ich mich einfach mal neben sie gesetzt und dann irgendeinen Quatsch gelabert. Und dann, ja, wie es halt dann so ist in dem Alter, dann gehst du auf Partys. Und ja, so haben wir uns dann näher kennengelernt. Ja. Okay. Ja, ich meine, ist ja auch ein, sagen wir mal, ein schönes Umfeld, um sich ja irgendwo mal so am Anfang kennenzulernen. So Heidelberg, die Ecke, ist eine wunderschöne Stadt, finde ich. Kann man auch gut ausgehen, Destille und Co. Und ja, es ist eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland tatsächlich. Echt? Bei uns beiden nicht. Gar Echt nicht. nicht, weil die da Nee. gelebt hat wahrscheinlich, ne? Ja, ich sag mal so, der ganze Kraichgau ist, ich sag mal, du fährst halt immer, wie ich habe damals, oder meine Frau kommt aus Zuzenhausen und, Meckesheim, Entschuldigung, oh Gott, ey. Nein, weil deine Mama jetzt in Zuzenhausen wohnt, deswegen so. Ne? Meckesheim und ich habe in Hoffenheim und in Zuzenhausen gewohnt und ja, du musstest immer irgendwie durch die Gegend tingeln, bis du Ja, halt. okay. Hattest das dann schwierig. Ne? Und meine Frau ist in Heidelberg dann später, als sie die Schule gewechselt hat, in Heidelberg zur Schule gegangen. Und wir waren jetzt beide keine so Heidelberg-Mannheim-Menschen. Also ich würde nicht wieder zurück. Also Wow, zum okay. Fußball ja, aber es wäre jetzt nicht mein Lebensmittelpunkt, wo ich sage, oh, da möchte ich nach der Karriere unbedingt leben. Könntest du die Frage jetzt schon beantworten mit dem Lebensmittelpunkt? Nee, Barcelona vielleicht, das ist so das Einzige. Okay, alles klar. Nee, dann möchte ich jetzt mal, wo wir jetzt eh schon zu deiner Schulzeit sind, mal noch Ja. ein paar Steps zurückgehen. Und zwar, wie kam der kleine René damals überhaupt dazu, Sport zu machen? Gleich am Anfang, also diese Anekdoten, die so Mutter und Vater erzählen, waren schon, dass ich gegen die Dinge getreten habe, bevor ich überhaupt laufen konnte. Also immer Ballspiel war und ja, irgendwie wahrscheinlich hat es mir mein Vater so ein bisschen mitgegeben. Okay. Hast du relativ
oder du und deine Eltern relativ schnell gemerkt, okay, oder ab wann hat es bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, okay, Fußball ist jetzt mehr als nur mal kurz vom Ball treten? Ich war immer schon da sehr, sehr ehrgeizig im Fußball. Mhm. Und ja, wenn man über sich selber spricht, dann sagt man, man ist talentiert. Aber natürlich siehst du das halt in der Jugend, ob jetzt jemand kicken kann oder nicht, oder ob halt da Mhm. vielleicht ein Leistungsbezug dabei ist oder es einfach nur ein Hobby ist. Und ich war relativ schnell eigentlich in allen Auswahlmannschaften dann, sobald die halt für den Jahrgang waren. Und dann war es eigentlich klar dann irgendwann, ne? Als Stürmer oder Torwart? Ich habe tatsächlich, also ich habe in meinem Alter immer im Sturm gespielt und Mhm. in der zwei Klassen älter, also so hoch wie es halt ging, so hoch wie es erlaubt war, immer im Tor gespielt. Ja. Und ich war dann in der Auswahlmannschaft teilweise auch, habe ich im Feld mal ausgeholfen, wenn was gefehlt hat. Also in den kleineren Auswahlmannschaften, Regionalauswahl, Ostheimauswahl, solche Sachen. Ist Aber das? natürlich wurde ich als Torwart eingeladen. Okay, ist das auch vielleicht der Grund, weshalb du jetzt gerade auch so ein Keeper bist, der einfach auch stark mit den Füßen ist? Ja, absolut, absolut, ja. Also ich hätte mich nicht, wie soll ich sagen, mein Vater hat immer gesagt, ich darf alles werden, nur nicht Torwart, weil da gibt es nur einen, der spielt und wenn du halt, sag ich Mhm. mal, du bist Rechts-Mittelfeldspieler, mein Gott, dann spielst du halt mal links, dann spielst du mal zentral, dann spielst du rechts hinten irgendwas, aber Torwart bist halt entweder der, der spielt oder der zuschaut und Mhm. das hat er gesagt, das soll ich halt nicht machen, aber irgendwie hat es mich dann immer ins Tor gezogen, aber definitiv hat mich das natürlich weitergebracht, da im Feld zu spielen. Bis wann warst du die Person, die immer gespielt hat, beziehungsweise ab wann warst du mal die Person, die zugeschaut hat? Im Verein habe ich eigentlich immer gespielt. Mhm. In der Nationalmannschaft haben wir uns abgewechselt. Das erste Mal, dass ich so die klassische Nummer 2 war, war bei der U17 EM in Belgien. Damals hinter Fabian Giefer die Nummer 2. Da Mhm. habe ich nur zugeschaut. Und bei der 17 WM, die ja da irgendwie, keine Ahnung, 8 Wochen später oder 12 Wochen später war, bin ich auch als Nummer 2 gestartet. Aber ab dem dritten Spieltag hat mich damals dann Heiko Herrlich reingestellt und bis zum Spiel um Platz 3 habe ich dann weitergespielt. Also Ah das ja, war mein okay. erstes Mal so, wo ich gesagt habe, okay, da war ich klassisch die Nummer 2. Vorher war es eigentlich immer so, dass ich nur gespielt habe. Okay, sehr nice, sehr nice. Wie sieht das oder wie sah das denn generell bei dir? Du hast dann als kleines Kind angefangen, Fußball zu spielen. Ab wann ist es denn leistungsmäßig geworden? Leistungsmäßig, in welchem Bezug? Also für mich oder Also ab wann bist du in ein NLZ oder Jugendinternat? Vergleichbares gekommen? 13. Mit 13 bin ich zum Club gewechselt damals, also 1. FC Nürnberg. Ah ja, Und da bin ich dann auch okay. zu Hause ausgezogen ins Internat, was damals Mhm. noch kein Internat war, sondern einfach nur eine Wohnung mit 12 Spielern und einem Betreuer, der mal da war oder halt nicht. Ja, so war das damals. Okay. Okay, dann hast du erstmal Nürnberg in der Jugend gespielt und wann bist du nach Hoffenheim gewechselt? In der U19, also mit 18. Im ersten Älterer, 19. zweites Jahr. Ah, okay. Okay. Zweites Jahr. Ja, das war eine sportlich gesehen ein bisschen zu spät dafür entschieden, weil ich die Wahl hatte, nach der U17 WM eben in Nürnberg zu bleiben oder damals nach Hoffenheim zu gehen, damals zweite Liga. Und ja, waren alle großen Leute mit am Tisch gesessen und haben gesagt, sie wollen mich unbedingt nach Hoffenheim holen und ich, ja. Dummkopf, arroganter Hund damals, aber gesagt, ja, was soll ich in der zweiten Liga Nummer 3 machen, so ungefähr, oder Trainingstorwart oder da sein quasi, wenn ich in der Bundesliga dasselbe haben kann. Weil der Club damals gesagt hat, sie planen mit mir so als Nummer 3 nach der WM und da hatte ich Freunde, so ungefähr, habe gesagt, okay, nee, ich bleibe in Nürnberg, anstatt nach Hoffenheim zu gehen. Und Wer war dann. da damals in Nürnberg im Tor? Drobny oder? Nee, damals war Raphael Schäfer die Nummer 1. Ah, okay. Und in Hoffenheim nicht Tim Wiese, oder? Nein, das war zweite Liga, da war noch Rambo Özkan Özcan, und Philipp Czauner, glaube ich, war zu der damaligen ah. Zeit Ah da. ja, okay. Ah, mega, mega interessant. Okay, dann bist du nach Hoffenheim, hast dann noch das zweite Jahr U19 gespielt. Wie ging es dann danach weiter für dich? Danach ging es in die U23 von Hoffenheim, wo ich auch relativ wenig gespielt habe oder wo ich Mhm. dann das erste Mal eigentlich gar nicht gespielt habe, sondern Wie nur war das für dich zugeguckt in der habe. Phase, das erste Mal auch auf Vereinsebene mal nicht regelmäßig zu spielen?
Eigentlich war es der Karrierekiller, weil im Prinzip nach der U17 WM mit der Entscheidung in Nürnberg zu bleiben, nee, das stimmt, da war es das erste Mal, dass ich quasi nicht gespielt habe, weil ich war junger Jahrgang A-Jugend und wurde hochgezogen in die U23, hätte da spielen sollen. Und ich kann mich noch genau erinnern, der erste Satz des Trainers damals war, ja, vergiss mal deine Kinder-WM, jetzt musst du Geduld haben und dich hinten anstellen und erstmal arbeiten. Und das hat sich halt mit meiner Person damals überhaupt nicht gedeckt, dass ich sage, was erzählt ihr mir jetzt von Kinder-WM? Wir haben damals Oberliga gespielt mit der U23. Und wir haben mit der U17-Nationalmannschaften die Oberligamannschaften halt 5-6-0 weggeputzt. Ne? Ja. Und er erzählt halt was von Kinder-WM. War halt dann schwierig und das war so, danach ging es einfach komplett bergab. Ich habe dann in der U23 nicht gespielt. Die U19 von uns damals ist in die Ober-, also in die Bayernliga abgestiegen, aus der Bundesliga abgestiegen. Und dementsprechend hat es auch wenig Sinn gemacht, dort zu spielen. Habe dann innerhalb von einem halben Jahr meinen Nationalmannschaftsplatz, den ich ja seit der U15 im Prinzip bei jedem Lehrgang dabei war, verloren. Und ja, dann ging es wirklich rapide bergab und ich wollte dann unbedingt im Winter noch nach Hoffenheim, aber Hoffenheim hat dann damals gesagt, du, ja, du wolltest ja im Sommer nicht, kannst jetzt schon kommen, halt dann in die U19. Ja. Und dann ist dieser Transfer halt gescheitert und dann bin ich im Sommer dann quasi nach Hoffenheim gekrochen im Prinzip damals. Und das war halt dann so der Anfang des tiefen Falls, sage ich jetzt mal, von U17 Nationalmannschaft an Nummer 1, WM gespielt, U18 Nationalmannschaft dann natürlich auch noch immer dabei gewesen und dann auf einmal komplett auf die Fresse gefallen. Okay, wenn wir jetzt bei dem Thema auf die Fresse fallen bleiben, über welche Station würdest du jetzt selbst von dir behaupten, hat sich das noch irgendwo so angehalten, dass du echt keinen Fuß auf den Boden bekommen hast? Und wann kam der Turnaround? Keinen Fuß auf den Boden bekommen, würde ich jetzt eigentlich nirgendwo sagen, weil ich ja Oder? trotzdem irgendwie immer weitergemacht habe. Mhm. Und ich habe es nur damals falsch kanalisiert. Ja, wenn es nicht Okay. lief, habe ich es falsch kanalisiert. Und ich muss sagen, das mit Abstand härteste Jahr, weil unverdienteste Jahr, war mein letztes Jahr in Uerdingen. Wo ich in den Urlaub geflogen bin und vorm Urlaub es noch hieß, ja klar, bist du die Nummer 1 und natürlich planen wir mit dir. Und das war nach dieser Innenbandriss-Geschichte, wo ich auch wirklich alles dafür getan habe, auch dann am Ende mit ein bisschen Risiko gespielt habe, um den Pokalsieg damals mit zu realisieren, weil der Verein und auch der Trainer gesagt hat, ja, du musst unbedingt spielen, du musst wieder fit sein. Und klar hatte ich eine Eigenmotivation, aber habe dann Gegen mit Essen war das, gewissen. oder? Ne, es war gegen Wuppertal das Finale, Ah, was wir da gewonnen haben. okay. Und wie gesagt, ich ging in Urlaub und es hieß, ich bin die klare Nummer 1. Und 3 Tage vor Saisonstart, im Prinzip 2 Tage bevor ich aus dem Urlaub wieder zurückgeflogen wäre, kam dann die Nachricht von meinem Berater, dass Uerdingen einen neuen Torwart verpflichtet. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wollen Sie ja eine neue Nummer 2? Nee, nee, eine neue Nummer 1. Und dann sage ich, was? Und dann habe ich einen Trainer damals angerufen und der hat gesagt, ja, was willst du jetzt wissen? Deine Ablösemodalitäten, dass du ablösefrei gehen kannst oder was willst du jetzt wissen? Habe ich gesagt, du, ich weiß, wie das Geschäft läuft. Wenn du eine neue Nummer 1 willst, dann ja, mag das so sein, aber sag mir, habe ich eine Chance, wenigstens mich reinzukämpfen, weil es wird schwer für mich jetzt kurzfristig einen anderen Verein zu finden, weil Torwartposition ist 1, 2, 3. Wenn die zu sind, holt keiner einen Torwart dazu, wie beim Stürmer oder einen Außen oder sich was. Dann hast du halt einen mehr im Kader, ist ja wurscht, ne? Aber Torwart, wenn die Positionen zu sind, dann sind sie zu. Und zu dem Zeitpunkt waren sie halt alle zu. Und dann habe ich gesagt, bekomme ich eine faire Chance oder habe ich keine? Kann ich trainieren, wie ich möchte? Und er hat dann gesagt, ja, eigentlich kannst du trainieren, wie du möchtest. Und du wirst halt trotzdem nicht spielen. Aber das kam dann natürlich auch so. Dann kam es auch dann mit der Freistellung. Da wurde es dann ganz unangenehm, wie es halt im Fußball so ab und zu dann ist. Grundlos und es hat auch die Mannschaft hat es nicht verstanden, keiner hat es so richtig verstanden, warum das so war, weil ich mir nichts zu Schulden kommen lassen habe. Deswegen war das so die härteste Sache, die ich durchgemacht habe, aber auch diese Sache, die ich auf gar keinen Fall missen möchte, weil ich aus diesem Rückschlag mit am stärksten zurückgekommen bin und mit das Beste daraus gezogen habe. Ich habe gekämpft, ich habe weitergemacht, ohne Chance, ohne Aussicht auf irgendwas. Aussortiert, nicht mal gemeldet gewesen damals zum Spielen. Das heißt, wenn sich die Nummer 1 damals verletzt hätte, hätte ich nicht mal spielen können, weil ich war nicht mal angemeldet.
beim DFB. Also so weit ging das dann im Prinzip. Und ich habe trotzdem weitergemacht und wurde dann nach Corona-Restart dann auch endlich dafür belohnt und durfte dann wieder spielen. Mit der Trikot Nummer 17, weil ich meine Nummer 1 quasi vor der Saison, die war dann einfach vom Schwind weg. Und ja, dann durfte ich mir eine neue Nummer aussuchen. Da habe ich gesagt, ich nehme die 10 oder die 11 oder irgendwie sowas. Die habe ich natürlich, die 9 wollte ich haben. Die 9 habe ich natürlich nicht bekommen, ist ja klar. Und dann habe ich mir die 17 geholt und stand dann tatsächlich am Ende der, oder beim Corona-Restart wieder mit der 17 im Tor. Und das war so der mit größter Arbeitserfolg. Und das hätte ich mir nicht erarbeitet. Und diese Einstellung hätte ich nicht so bekommen, wäre ich nicht so hardcore gepunkt worden. Ja, ja. Ja, du hättest es ruhig so sagen dürfen. Ja. Ich find's krass, weil vor knapp 2 Wochen hatte ich ja einen Talk hier mit dem Cello, Marcel Reichwein. Mhm. Und das hat mich, was du jetzt gerade erzählt hast, hat mich extremst daran erinnert, was er mir auch über seine Zeit bei Uerdingen erzählt hat. Mhm. Das ist auch so aus dem Nichts auf einmal dann hieß so, ja, bitte komm nicht mehr. Und also, ich meine, ich wohne seit 2 Jahren hier, komme ansonsten aus Neuss, bin da geboren, aufgewachsen. Und ja, seitdem Uerdingen wieder so quasi Ambitionen hat, hat man immer irgendwo in den regionalen Medien noch mitbekommen, ja, also irgendwas läuft da schief. So, also irgendwas steht da dem Verein irgendwie im Weg. Also cool, dass man halt hoch möchte, aber irgendwie passt das Ganze nicht. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt nochmal irgendwo so genauer jetzt drüber reden möchtest, aber hast du es irgendwo anders schon mal irgendwo vergleichbar miterlebt, dass das also jetzt sagen wir vereinspolitisch so viel Scheiße gebaut wurde? Es ist überall, also es ist nirgends alles Gold, was glänzt. Ja, das ist einfach so. Es ist auch in einer normalen GmbH, in einer normalen Firma läuft nie alles perfekt. Und ich kann immer irgendwo sagen, ja, hier läuft was nicht, da läuft was nicht. Ich kann irgendwelche Alibis suchen. Ja, die Plätze sind schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, die Organisation ist schlecht. Aber letztendlich war es schon schwierig. Ja, es war schon schwierig, aber ich möchte jetzt da nicht zu viel zu viel dazu sagen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, das, was die Öffentlichkeit weiß, ist die Spitze des Eisbergs. Und jetzt langsam wird so ein bisschen weiter gegraben und es wird weiter gegraben werden und es wird weiter gegraben werden und irgendwann läuft dann vielleicht auch mal die Staatsanwaltschaft los. Und wenn die dann losläuft, dann denke ich, dass auch noch andere Sachen ans Licht kommen. Das möchte ich aber ganz explizit auf die handelnden Personen beziehen und nicht auf den Verein. Nein. Ja, weil der Verein als solches ist ein schöner Verein. Wir haben wirklich gute Freunde kennengelernt in Krefeld. Ich hätte ja damals auch in Krefeld nach diesem Jahr, jetzt nach diesem schlimmen Jahr, quasi noch verlängert. Ja, hätten sie mir nur irgendwas hingelegt, weil ich mich wohlgefühlt habe, weil wir uns wohlgefühlt haben mit den Leuten, mit den Fans, mit allen. Deswegen möchte ich da das ganz explizit ausnehmen. Aber wie gesagt, die Insolvenz ist jetzt am Laufen und der Insolvenzverwalter schreibt Briefe über die finanzielle Situation der letzten Jahre. Und das ist nichts Ausgedachtes, sondern das sind die Fakten. Ja, klar. Und, da muss ich einfach nur diese Fakten lesen und dann weiß ich, dass halt geschäftstechnisch einfach sehr viel Unfug getrieben wurde. Ja. Heißt das quasi übersetzt, dass du immer noch auf Gehaltszahlung wartest, oder? Nein, ich habe mein Gehalt bekommen, aber durch die Insolvenzeröffnung wird diese Zahlung, die mir im Juli 2020 zugestanden ist, die ich dann, wie es für Uerdingen üblich ist, in einem Verfahren einklagen musste, muss ich wieder in vollständiger Höhe zurückzahlen, stand jetzt, weil es eben im Zuge dieses Insolvenzverfahrens dann gewisse Dinge gibt,
die das dann aufheben. Aber ich war einer der Spieler, die monatelang auf ihr Gehalt warten mussten. Ja. Und es war Gang und Gäbe und es war wirklich, ja, ich sag's mal so, das kann man ja sagen, das kann man überall lesen, wenn im Jahr 2019, 22 Vollstreckungsklagen durchgingen gegen den KFC Uerdingen und im Jahr 2020 44, dann glaube ich, muss man nicht viel mehr drüber reden. Nee, das stimmt. Was jetzt noch perfekt zum Thema passt, auch weil Cello sich jetzt gerade hier zu Wort meldet, erzähl mal, was ist Cello für ein Stürmer? Cello. Also ich muss jetzt, er ist ja da, ja, aber ich muss das jetzt sagen, ich habe, als ich Cello kennengelernt habe, ja, ich meine, wir haben früher gegeneinander schon gespielt gehabt, also als ich zu Uerdingen kam, damals in der Regionalliga, bin ich nach Hause und habe gesagt, ey, der Cello ist so ein kompletter Stürmer, der macht jeden Kopfball, der macht alles rein, der steigt da hoch, macht die Dinge rechts, links, ohne Scheiß, das habe ich wirklich zu einer Frau gesagt. Und dann hatte Cello, und das darf man jetzt auch sagen, mal eine Phase, da hat er aus 3 Metern einfach das leere Tor nicht getroffen. Cello, du erinnerst dich sicher? Wo sie dann, die Fans, der Reichwein, der trifft ja gar nichts und so. Wo ich dann hoch bin und gesagt habe, ey Leute, der trifft und der macht es und der arbeitet. Und ich finde Cello ein super, super Stürmer, macht die Bälle fest, hat eine gute Kopfballtechnik. Ich mag ihn als Spieler, ja, ich mag ihn einfach. Okay, wenn wir jetzt eh schon in diesem Kosmos so ein bisschen drin sind, würde ich gerne von dir wissen, das wäre eigentlich eine Frage gewesen, die ein bisschen was später kommt, aber was ist deine beste Elf, also du darfst jetzt eine Top-Elf aufstellen, ja, vom Tor bis zum Sturm, egal was für ein System, mit der du mal gespielt hast. Wenn du willst, damit du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen hast, lese ich dir mal ganz kurz die Elf vom Cello vor, okay? Ja, bitte. Also, er hat Manuel Neuer ins Tor gestellt. Ja. Also es geht wirklich um Spieler, mit denen er gespielt hat. Ja. Dann in der Verteidigung stehen Rau, Schorsch, Carlsen, Bracker und Kister. Oh mein Gott. Ja, weiter. Dann hat er auf der 6 Gonzo Castro stehen. Ja. Auf den 2 Halbpositionen Kampel und De Jager. Auf der 10 Pioschek. Und im Sturm hat er sich selbst aufgestellt neben Berbatov. So, und jetzt möchte ich bitte deine Elf haben. Es ist sehr komplex, weil man müsste, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt was Spaßiges oder mache ich jetzt, soll ich jetzt wirklich so die besten Spieler aufzählen? Du kannst einen Mix ja machen aus wirklich leistungsmäßig am besten und so persönlich am besten verstanden, so buddymäßig. Boah. Du darfst auch, obwohl das würde den Rahmen sprengen, du musst dich wirklich für eine Elf entscheiden. Ja. Wenn du so Putt hast, darfst du auch gerne jeweils einen Ersatzspieler aufstellen. Schreib mal, eins ist ja relativ klar, wenn du auf die 8 oder die 6 Toni Kroos stellst, das ist relativ klar. Okay. Aber fangen wir mal im Tor an. Ja, das ist schwierig. Du musst mir zugestehen, dass ich die Positionen so durchgehe, wie sie mir gerade einfallen, ne? weil es schon schwierig ist. Deswegen fange ich mal mit dem Sechser an. Also okay. Toni Kroos musst du auf die 6 stellen oder auf die 8. Ja? 6, okay, alles klar. Sagen wir einfach, wir spielen FIFA 2 in der klassischen Raute? Nee, weil ich habe noch Meffert auf der 6 stehen. Ah, Doppel-6, okay. Ja, das wäre groß, ist eher so Spielgestalt auf 8, das passt schon, ja, vielleicht, ja, aber das 4-2-3-1? Ja, genau. Okay, dann haben wir die beiden defensiven Positionen besetzt. Ja. Stellst du dich selbst ins Tor? Ich habe mit Ter Stegen leider nicht zusammengespielt, auch in keinem Lehrgang zusammen. Ja, es geht um zusammengespielt. Wenn eine Frau sagt, dann muss ich mich selbst aufstellen. Nee. Es ist jetzt da schwierig irgendwas zu irgendwas sich da rauszudichten. Ich meine, wer weiß, mit wem ich in den U-Nationalmannschaften gespielt habe und wo die Jungs jetzt spielen. Da kann ich schon allein aus Respekt gegenüber deren Leistung mich nicht gar nicht selber reinstellen. Okay. Also, wer steht bei dir im Tor?
Aber weißt du was, bevor ich mich nicht entscheiden kann zwischen den beiden, stell mich ins Tor, das passt schon. Okay, alles klar. Dann davor, wer will deine Innenverteidigung? Manu Gulde. Ja, jetzt gerade beim SC Freiburg. Genau, Manu Gulde. Links hinten bitte stellst du Philipp Max. Ja, linker Verteidiger Philipp Max. Jetzt brauchen wir noch einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Wo haben sich denn die Wege von dir und Max gekreuzt? In Karlsruhe auch, wie mit Gulde, okay, und mit Meffert. Ah ja. Gott, Innenverteidiger. Weißt du was, dann stell meinen guten langhaarigen Freund, den Dominik Marot, bitte in die Innenverteidigung. Oh, ist der noch bei Köln ein? Nee, ne? Der war mit mir in Uerdingen. Ach, Uerdingen, ach, hast recht, stimmt. Ach, der ist letztens sogar noch John gewesen mit dem... Wobei ich ganz ehrlich, muss ich da ehrlich sagen, also das ist jetzt so... Die zweite Position, ich habe mit vielen guten Innenverteidigern gespielt, ja, die da gespielt haben. Ja, wenn ich jetzt auch super gern mit Mario Erb gespielt, super gern mit Leukemia gespielt, boah, mit Jan Kilchhoff auch gern gespielt. Also, das ist jetzt schwierig, ne? Das ist jetzt schwierig. Du hast dich jetzt festgelegt. Ja, ich habe mich festgelegt. Ja, rechts hinten, wer war denn rechts hinten? So eine kleine Maschine. Boah. Rechtsverteidiger hat meine ich auch gute. Ja, da stellst du jetzt bitte, das ist jetzt so ein Sympathie-Ding, da stellst du jetzt den Wadenbeißer Alex Bittroff auf. Okay, alles klar. So, dann haben wir das Tor, die Viererkette und quasi Sechser, Achter. Jetzt kommen wir zu der Offensive. Wer ist dein Zehner? Fang mal bitte auf den Außen an. Dann möchte ich Sarada ausstellen. Dann möchte ich einen Flügelspieler mit Sercan Sarada stellen. Ja. Eigentlich ja. Vorne rein stellst du bitte Ruben Hennings. Ja, ja. Cello, tut mir leid. Ja, der hat mich auch nicht ins Tor gestellt, der Blinde. So, was machen, ey? Links außen und 10 fehlen mir dann noch. Ja. So ein richtig geiler Zehner. So ein richtiger Straßenfußballer? Ja, habe ich auch mit ein paar zusammengespielt. Also ich finde jetzt zum Beispiel auch... Was die Ansätze angeht und was so die Dinge angeht, finde ich auch Basti Meier, den wir jetzt haben, als total geilen Spielgestalter, weil der Pässe, weil der Wege sieht, weil der richtig geil die Dinger durchsteckt. Aber ich spiele zu kurz mit Basti zusammen. Genau, da stellst du mal bitte Hiroki Yamada links außen. Okay. Yamada, ja. Yamada. Und auf 10, weißt du, das Schlimme ist, wenn ich jetzt gleich mein Telefonbuch durchgehe, dann denke ich mir so, Mann, ey, hättest du mal den da hingestellt oder den da hingestellt, aber so einen richtig geilen Zehner. Wer war denn da der geilste Zehner, der es übertrieben gut gemacht hat? Weißt du was, da stellst du als schnelles Pendant noch, so der so ein bisschen drumherum spielt, der nicht den Zehner macht, den klassischen Zehner, sondern so ein bisschen hinter den Spitzen macht, wegen seiner Schnelligkeit. Stellst du mal Reinhold Jabo auf. Reinhold Jabo, okay. Ja. Auch aus Karlsruher-Zeiten, oder? Ja, genau. Ja. Okay. Also schwere Verletzung gehabt, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch so schnell ist, aber er hat damals die Sprintrekorde am KIT, also an der Uni, gebrochen gehabt, die All-Time-Sprint-Rekord auf 30 Meter als Fußballer. Also er war schon eine brutale Maschine, war auch ballsicher dazu. Aber das Schlimme ist, wie gesagt, ich, 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 ey, ich,
ich gehe jetzt mein Ding durch und denke mir so, mein Gott, ey, hättest du doch den gesagt. Okay. Aber Mannschaft ist eine Top-Truppe, Top-Truppe. Ja. Okay, zusammengefasst, du stehst im Tor, Max hinten links, Gulde daneben und dann nochmal? Gulde rechter Innenverteidiger. Ah, Gulde rechter Innenverteidiger, okay, linker Innenverteidiger. Dann stellst du mal Dominik Marot da hinten. Marot, ah ja, genau, den langhaarigen Marot. Ja, genau, aber und nur wegen seiner Frisur stelle ich den auf. Ja. Hä? Nur wegen seiner Frisur stelle ich den okay. auf. Okay, nur wegen seiner Frisur, ja, okay. Muss auch noch was geben, ja. Ja. Okay, wer war nochmal dein Rechtsverteidiger aus Sympathie? Alex Bittroff. Bittroff, okay, Bittroff. Groß, Wefert, Yamada, Jabo. Scheiße! Ich habe einen Campi vergessen. Ich habe einen Campi vergessen. Das geht nicht, ey. Okay, wen schmeißt du jetzt raus? Das geht nicht. Wen schmeißt du raus? Vater, ich habe einen Campi vergessen. Mein Gott, ey. Ich mach's so, ich stelle wirklich einen klassischen Zehner auf. Tut mir leid, Ray Yabo schmeiße ich raus, obwohl es eigentlich ganz geil wäre dahinter. Ich stelle Yamada auf die 10 und okay. Zu den Kempe links hinter und schiebe den Max 1 nach vorne. Aber boah. Dennis, ja, Dennis Kempe, ja. Kempe. Ja, genau. Max 1 nach vorne, okay, Yamada auf die 10. Genau, ja. Okay. Ja, sehr cool. So, ne? Danke dafür. Tut mir leid, wenn du dir deshalb ein paar Feinde gemacht hast, aber... Ich will mit 12 spielen. Ganz kurz, wer ist der Trainer der Mannschaft? Schwierig. Ich hätte 3 Optionen. Du kannst ja einen Trainer und Co-Trainer haben, dann hast du noch 2 Optionen. Ich glaube, dass keiner von den Trainern Co-Trainer sein wird. Vielleicht hilft mir mal meine Frau. Also ich sag's jetzt mal einfach. Kauczynski. Mhm. Heiko Herrlich. Mhm. Oder Alex Schmidt. Ich kenne nur Kauczynski und Alex Schmidt. Heiko Herrlich kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie er jetzt trainiert. Er hat mich damals in der Jugend trainiert, also die U-Nationalmannschaften hat er gemacht. Deswegen weiß ich, wie er im Herrenbereich trainiert. Genau, ich habe Basler noch vergessen. Mario Basler. Das wäre natürlich eigentlich eine Legende. Also ich sage es jetzt mal so. Ich schmeiß tatsächlich Mario Basler an die Seitenlinie. Einfach so als, nein, nicht als Co-Trainer. Mario, der bringt da die, Stefan Krämer wäre natürlich auch dabei, einfach, es ist wirklich schwierig, es ist wirklich nicht so leicht, muss ich ehrlich zugeben, ja, das ist jetzt scheiße. Und genau aus dem Grund stelle ich Mario Basler an die Seitenlinie, weil der, wenn wir die Spiele gewinnen, dann geht es richtig ab, deswegen, wir müssen ja okay. Da, ja, der Dome ist fürs Publikum, dass die weiblichen Fans auch was zum Zugucken haben, Und der Basler sorgt dann für die Stimmung nach dem Spiel. Das passt perfekt. Okay, wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, wo gab es die geilsten Siegpartys oder Saisonpartys? Ich glaube, die gelbe ist bei Türkgücü München. Ja, dass es gäbe, die wird es dann am Ende der Saison geben. So. Ich hoffe, weil ich sag die Zeit in Karlsruhe, als wir in der Relegation gegen HSV gescheitert sind, war eine mega geile Zeit von der Truppe her, war wirklich überragend. Übrigens eine Saison, wo ich tatsächlich Nummer 2 war. War aber trotzdem ein überragendes Jahr für uns alle, weil wir einen geilen Teamgeist hatten. Wir hatten auch in Uerdingen in dem Regionalliga-Jahr wirklich ein brutales Team, wirklich eine richtig geile Mannschaft. Aber so wie jetzt hier bei Türkgücü, trotz dieser Fluktuation, die wir im Team haben, trotz der Situation etc., ist es einfach Wahnsinn, wie diese Mannschaft feiert. Also die gewinnen viel und ich denke so, das gibt's ja gar nicht. Wir sind jetzt nicht DFB-Pokalsieger geworden oder Meister. Ja, ja, ja. Halt einfach so geil, so eine geile Stimmung. Deswegen glaube ich, wenn wir hier mal richtig Gas geben könnten, dass das Geilste wäre. Ich meine, du bist da jetzt ein bisschen was näher dran. Ist da was dran, von wegen, dass Türkgücü überlegt, seine Lizenz nach NRW zu vergeben, weil es mit der Stadt München Ärger gibt? Das war mal, glaube ich, ein Thema. Das hat aber nichts mit der Lizenzvergabe zu tun. Da ging es eigentlich, glaube ich, ums Stadion. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja, kein eigenes Stadion im Prinzip haben.
Und das ist in München sich mit der Grundstücksgestaltung ein bisschen schwierig, ja, oder ein bisschen zieht. Und ein Stadion stampft halt mal nicht so schnell aus dem Boden. Nee. Teilen wir uns jetzt gerade das Olympiastadion und das Grünwalder, worunter der Rasen natürlich im Grünwalder leidet, wenn Bayern 2 dort spielt, 60 spielt und wir dort spielen. Aber das sind auch so Vereinsinternas, das ist ja von DFB-Seiten dann auch, glaube ich, blockiert worden, von dem her ist das ja kein Thema. Ah ja, okay, alles klar. Um diese Thematik jetzt allmählich abzuschließen, was so den Verein und sowas angeht, wer ist denn dein, als Torhüter jetzt, dein Lieblingsgegenspieler gewesen, wo du wusstest, auf dem Papier, ah, der steht heute im Sturm, easy Spiel heute. Und auf der anderen Seite, wo warst du, dass du dachtest, boah, fuck, nicht gegen den heute? Stürmertechnisch oder meinst du so generell? Ja, Gegenspieler generell, so. Also natürlich habe ich gerne gegen Spieler gespielt, mit denen ich schon zusammengespielt habe. Weil Training natürlich einfach so diese Erfahrung, wie machen sie, was machen sie, wie ist ihr Bewegungsablauf. Wenn ich mir aber was gewünscht hätte, gegen den ich niemals spielen möchte, wäre das damals Ilija Mitschanski gewesen vom KSC, kroatischer Nationalspieler gewesen, weil er einfach so ein ekliger Stürmer ist, so der Klassiker war, Ball vorgelegt, gegen das Schienbein vom Innenverteidiger, gegen sein eigenes Schienbein, nochmal gegen das Schienbein, nochmal nach vorne, vor dir und schießt dann nach links unten, aber schießt eigentlich nach rechts oben. Weißt du so, also. Ja. Aber bei ihm war das jetzt kein Glück. Ja, das war einfach. Er hat sich da durchgewurscht, er hatte auch gute Technik, gar keine Frage, aber er war so der Wurschtler. Und das ist so für mich, weil ich das Spiel versuche zu lesen, die Körperhaltung lesen möchte vom Stürmer und daraufhin halt nicht spekuliere, sondern halt die Reichen oder die Möglichkeiten abschätze, wo könnte der Ball hinkommen, wie könnte er schießen. Und das Schlimmste sind dann eben diese Wurschtler, sage ich mal, wo du er will links unten schießen, schießt aber rechts oben. Sein ganzer Körper zeigt nach links unten, aber er schießt nach rechts oben. Und du denkst dir, das geht doch gar nicht. Also das ja, sind ja. So diese Typen, wie gesagt, wenn ich jetzt Ilian rausnehme, gegen den ich aber nie gespielt habe. Ich glaube auch, dass Dimi Nazarov ganz, ganz eklig wäre, gegen ihn zu spielen, weil er, ich glaube, wir haben sogar einmal gegeneinander gespielt, als er dann nach Aue ist, habe ich noch gespielt beim KSC, weil er halt einfach so eine brutale Schusstechnik hat auch, ja, so ein ekliger Spieler ist. Aber generell habe ich jetzt da keine so großen, sag ich mal, Feindbilder oder wo ich mich gefreut habe. So, ne? Okay. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Freude sind, du hast ja in der Zeit bei Oerding öfters mal mit dem Patrick Reich trainiert, weshalb du auch jetzt hier im Livestream bist. Er hat dich ja nominiert. Was ist denn der Patrick für ein Trainer? Ein super Personal Trainer, ja. Also ich bin damals über meine Berateragentur an Patrick gekommen, weil wir ausgecheckt haben, wo ich noch meine Leistung maximieren kann. Das heißt im mentalen Bereich mit einem Sportpsychologen oder Psychologen oder im Fitnessbereich. Kurz so zwischendurch, Aaron, ja, ich schau mal, wie viel übrig bleibt von meinem Superessen und dann bringe ich dir morgen im Bus was mit. hast du es überhaupt wieder reingeschafft, ey? Das ist die erste Frage. Schreib mal jetzt schnell, bitte. Hier, mein Mitspieler. Ja. Was muss Aaron noch verbessern, dass er es in deine Elf schafft? Aaron muss positiver sein dann. Ja, der muss dann mehr so die Leute rausholen, die Leute pushen. Ja, nicht draufhauen. Vielleicht einmal weniger draufhauen und dann hätte er es auf jeden Fall schon direkt neben Domi Maro geschafft, weil auch seine Frisur ist natürlich toll. Okay. Aaron, hast du das gehört? Nein, okay. Was hast du jetzt gerade? Ich habe voll den Faden verloren. Was war die Frage? Nee, was Patrick, einfach nur ganz simpel. Also Patrick, ganz über Patrick. Nee, Patrick ist, ist wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass ich diese Art von Fitness habe, die ich jetzt aktuell habe, weil ich in dem Jahr, in dem ich mit ihm gearbeitet habe, mich einfach auf ein komplett neues Niveau gehoben habe.
Sei es in der Trainingssteuerung, in der Art und Weise, wie er spricht, in der Art und Weise, wie er ist. Er möchte nichts aufzwingen. Er ist kein Zampano, der sich irgendwie darstellt, kein Selbstdarsteller. Keiner, der dich einfach nur kaputt macht, um dich kaputt zu machen, sondern das Training war immer perfekt dosiert, war immer genau auf mich zugeschnitten, auf meine Bedürfnisse. Und er ist auch menschlich, jemand, mit dem er sich unterhalten kann. Er ist integer. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich benutze diesen Begriff eher seltener, ja. Aber ich würde schon sagen, dass wir schon so ein bisschen befreundet sind. Ja, das ist einfach so, dass wir uns austauschen, dass wir ehrlich miteinander sind. Mhm. Und ich finde ihn einfach, wie gesagt, er war ein großer, großer Step dazu, dass ich jetzt diesen Fitnesszustand habe und auch den Willen habe, ihn weiterzuhalten. Sehr, sehr cool. Hattest du so ein bisschen deine Finger im Spiel, was jetzt seinen neuen Job angeht? Nee, gar nicht. Wir haben darüber mal gesprochen gehabt, immer früher, ja. Weil ihr habt ja, oder ich mache Athletiktrainer bei euch, und habe ich immer gesagt, so, wie gesagt, tu dir das lieber nicht an. Ja. Aber er hat mir das dann erzählt, dass er das dann macht, weil ja auch keine Gelder fließen und ja, er da ein bisschen Bock drauf hat, da mit einer Mannschaft zu arbeiten. Aber ich hatte damit nichts zu tun. Ansonsten hätte ich ihm tatsächlich davon abgeraten, wobei ich sage, für die Jungs ist das natürlich mega Input, ja, wenn sie da jemanden haben. Die hatten vorher auch mit dem Ruben Solis und mit dem Gott, bin ich blöd, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Bin ich jetzt dumm? Denn wir talken zu lang. Sie hatten vorher auf jeden Fall überragende Athletiktrainer auch, aber wenn die nicht sehen, dann werden sie. Ja, nicht. Klar, auf jeden Fall. Okay, jetzt war das Ganze ja bisher relativ spaßig und locker. Jetzt muss ich mal ein bisschen was ernster werden. Und zwar Kickbase. Ah, ja. Kickbase. Wie sieht es dieses Jahr bei dir aus? Ich spiele nicht. Ja, Wahnsinn, ne? Ich spiele aus dem einfachen Grund, weil bei mir solche Spiele wie Kickbase oder sei es Hearthstone, damals World of Warcraft, gab egal, was ich mache, wenn ich FIFA spielen würde, ich würde versinken. Ich aktuell, manche haben es gesehen, Fußballmanager 2012. Und ich schaffe es da wirklich einfach, im Fußballmanager 2012 6 Stunden zu sitzen und alles. Das ist so ein Problem auch bei Kickbase. Ich war dann am Handy, meine Nutzungszeit, ich habe alle Newsfeeds durchgelesen, alle Artikel geguckt. Welcher Spieler könnte spielen? Wo ist ein junger Spieler, der vielleicht seinen ersten Startelf-Einsatz hat? Ich habe mich da unfassbar damit befasst, so viel Lebenszeit da rein investiert. Und habe natürlich auch zweimal, das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob Cello jetzt noch zuhört live oder wer anders, zweimal halt die komplette Truppe auseinandergenommen. Also es war eigentlich schon... Also letztes Jahr bei Uerdingen war es im Winter... Im Winter hat keiner mehr gespielt, weil es war vorbei. Also dein Winter, Ernst, Wie viel Punkte Vorsprung hast du? Ich kann es dir, warte mal, ich müsste jetzt reinschauen, aber ich glaube, lass mich nicht lügen, ich hatte, glaube ich, du hast mein Bild, glaube ich, gepostet, das war das erste Jahr, das war noch schlechter, wo ich mit Cello gespielt habe. Krass, und da hattest du ja schon so Jungs wie Sancho und Kimmich und sowas am Start, Havertz. Meine Startaufstellung, ich hatte fürs Tor, hatte ich die Wahl zwischen Neuer, Gulaschi und Sommer. Sag mal, hast du mit Amateuren gespielt? Ich habe keinen Cheat gespielt, nix. Nein, ich habe auch mit tatsächlichen Personen gespielt, die sich auch Mühe gegeben haben. Aber ja, aber wie kann das sein? Es kann so sein, dass du... wenn der Aktienmarkt so leicht wäre, ja, dann wäre ich jetzt auch schon Multimillionär. Ja. Nach oben heißt, ich kaufe diesen Spieler, Pfeil nach unten heißt, ich verkaufe ihn wieder. Ja, klar. Ich habe auch wirklich geguckt, wer gegen wen spielt, dann eingeschätzt. Wie sind die Chancen? Und ich habe wirklich meine Startelf in den ersten 20, 25 Spieltagen teilweise auf 7 Positionen verändert. Mhm. Weil gekauft, verkauft, je nachdem, gegen wen sie spielen. So ein richtiger Trader. Ja, wenn er dann letztes Jahr dann, keine Ahnung, letztes Jahr hat es ja ganz, ganz schlimm Paderborn erwischt. Dieses Jahr wäre es Schalke gewesen. Ich hätte am Anfang so, oder Mitte der Saison dann einfach nur noch Spieler spielen lassen, die gegen Schalke spielen. Weil du weißt, sie machen Punkte. Und ich hatte, wie gesagt, im Tor diese Auswahl. Ich hatte vorne Paulsen, Lewandowski, ich hatte Sancho, ich hatte Kimmich, ich hatte Goretzka, ich hatte Can, ich hatte alle. Also ich hatte 25 Stammspieler, meine Mannschaft war nur noch Repo Leipzig, Bayern München, Borussia Dortmund. Und ich hatte alle und ich habe jetzt nicht gegen irgendwen gespielt, sondern ich habe halt gekauft, verkauft. Ja, okay. Macht und halt wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, deswegen habe ich es auch gelassen dieses Jahr. Ja, okay. Es ist zwar schön,
spinnt, aber wenn man halt dann anstatt die Zeit am Abend mit der Frau zu genießen oder irgendwie im Bus einfach mal oder ein Buch zu lesen oder was weiß ich, was halt dann 6 Stunden am Tag im Kickbase ist, dann oder sich um Kickbase kümmert, dann wird es schon kritisch. Ne? Das stimmt. Wie oft hast du denn deine Kontakte spielen lassen bezüglich, wer aufgestellt wird? Tatsächlich manchmal, aber, aber ich war eigentlich so gut. Also ich sag mal, die Stammspieler weißt du ja, dass das Spiel. Ja, ja, okay, ja, ja. Ich habe dann immer geguckt, ist er verletzt, ist er angeschlagen im Training, habe die tatsächlich die Homepages durchgelesen von den Vereinen, ob irgendwo da ein Hinweis steht, dass jemand auf dem Sprung ist, teilweise PKs gelesen. Ja. Mhm. So, ja, der ist auf dem Sprung, wie sieht es mit dem aus? Und da kamen halt dann diese jungen Spieler. Im ersten Jahr hatte ich zum Beispiel ein riesen Glückslos mit Jovic. Ja. Jovic, boah, ja, das eine Spiel, wo der 5 Dinger gemacht hat. Genau vor diesem Spiel habe ich ihn gekauft. Oh mein Gott, krass. Freitagsspiel, weiß ich noch. Freitagsspiel, weil ich hatte Aller, ja. Und der hat auch gute Punkte gemacht. Aber leider hatte ich nicht Jovic, ja. Ich auch immer von Cello dann haben. Aber ich hatte dann in dem Jahr auch im Sturm eben Jovic und Lewandowski dann auch mit der Zeit. No-brainer. Du musst halt, ich sag's mal so, am Anfang musst du halt wirklich gucken, keine Großen, kauf dir keine Großen. Kauf dir die Spieler, die so, wo du einfach sicher weißt, dass sie spielen, weil das Wichtigste ist, dass du 11 Spieler am Platz hast, die spielen. Du brauchst erstmal Leute, die punkten, damit du halt das Geld auch bekommst. Genau, und dann irgendwann, dann wirst du merken, der Idiot, der sich gleich zu Anfang Lewandowski gekauft hat, der kann sich nicht leisten. Der hat Lever und 10 Gurken. So, und dann, ja, so ist die Taktik, aber ich verliere mich schon wieder hier. Ne? Okay, René, gibt es irgendwo eine Chance, in der nächsten Saison mit Cello zusammen so eine entspannte Runde zu machen? Entspannt geht nicht, das ist mein Problem. Es ist, ja, weil ich Psycho bin. Ich habe geil, ganz kurz, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich in meiner Hauptliga Forstberg bekommen habe. Okay, weiter geht's. Klasse, so, ja. Und ich habe das Problem teilweise auch beim Monopoly, also auch bei Gesellschaft, ich spielen konnte, weil ich wollte immer gewinnen, immer, egal was, Schere, Stein, Papier, ich wollte immer gewinnen. Da bin ich jetzt zum Glück ein bisschen ruhiger geworden, aber ich sag's mal so, für was spiele ich Kickbase, wenn ich dann mich ärgere, dass ich nur Zweiter oder Dritter werde, ja, sag ich mal. Weißt du, ich meine, also... Ja, 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 aber ich meine, wenn jetzt... Oder ich verpasse einen Transfer, dann ärgere ich mich, weißt du? Ja, dann ja. Schaue ich rein und sehe so, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann ärgerst du dich und diese negativen Gefühle sind es nicht wert, die Zeit einfach nicht. Deswegen, Kickbase habe ich 2-mal grandios abgeräumt und ich glaube nicht, dass mich jemand zurückholen wird. Okay, ja, also ich finde, da spricht auch so ein bisschen die Angst aus dir, aber das können wir mal anders ausdiskutieren. Aber es ist... Ja, aber ist okay. Du kriegst du mich nicht mehr, weil... Im letzten Jahr habe ich mich entwickelt, deswegen. Alles gut, alles gut. Ich sag mal so, fürs nächste habe ich mir auch vorgenommen, in weniger Ligen mitzuspielen, die mich irgendwie nerven. So. Und weil du hast recht, das kostet erstens viel Zeit, zweitens viel Nerven. Und ich finde halt auch so, nicht nur das Spiel ist es, sondern auch dieses Gefrotzel in den WhatsApp-Gruppen dazu. Gehört halt, finde ich, auch so ein bisschen mit dazu. Oder was ein bisschen sehr mit dazu. Aber wenn man selbst halt scheiße ist in der Liga, ist das Gefrotzel auch echt kacke, wenn man nur noch abbekommt und nicht mehr austeilen kann, so, weißt du? Kenn ich nicht. Ja, 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 eben, deshalb. Alles gut, okay. Wir haben gerade noch über deine Zeit in Uerdingen gesprochen. Ich habe mal ein bisschen bei deiner auf deiner Instagram-Seite geguckt. Und jetzt stellt mir eine Frage. Was haben deine Nachbarn eigentlich gesagt oder davon gehalten, dass du so oft bei euch auf der offenen Terrasse und vor der Tür trainiert hast? Sie fanden es lustig. Also was heißt lustig? Sie haben immer nett gegrüßt und fanden es ganz cool, glaube ich. Ja. Also hab da auch viel, die Leute haben gesagt, oh, sie arbeiten aber viel, machen aber viel. Und ja, die meisten wussten es ja, dass ich beim KFC spiele. Mhm. Ja. In dem Falle, wo ich so viel trainiert habe, ja, gespielt hatte. Und die, ja, die hatten damit kein Problem. Ja, also ich kann auch drumherum, also ich war jetzt dann nie irgendwie unbeliebt oder sowas oder ein schlechter Nachbar, sondern da hat man immer, man hat sowieso im Westen eher den Eindruck, dass es offener ist, weißt du so. Das, ja, voll, ja, ja, klar. Gänzlich gefühlt, weißt du so, hey, alles passt und hey, auch du sitzt nirgendwo mal lange alleine. Kommt irgendeiner, quatscht dich voll, kommst ins Gespräch, alles cool. Also das ist eher der Westen, warum wir auch nicht weg wollten. Weil die Leute
Was sind denn eure Top 3 Lieblingsorte hier in der Niederrhein, so die Ecke? Wart ihr oft am Elfrater? Meine Frau ist da immer ihre Kilometer, Rater haben ihre Kilometer abgespult. Ah ja. Sehr, sehr viel. Elfrater See war aber so privat, also fürs Entspannen eher weniger unser Ding. Wir waren dann eher im Stadtwald. Ah ja, okay. Bitte? Okay. Auf Burg Linn waren wir natürlich auch noch. Wo? Burg Linn. Ah, Burg Linn, ja, okay. Ja. Wo eine Frau nebenbei bei De Kasan gearbeitet hat. Weinkostladen und Weinhändler waren wir ganz oft an der Rhineside Gallery in Uerdingen. Und ja, da haben wir ein paar Abende genossen, da am Strand, am Aufgeschütteten. Ja, das war schon sehr schön. Okay. Also was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist, wenn du so Screenshots von deinen Joggingrunden durch den Stadtwald gepostet hast, dass du immer diesen Sticker darüber gemacht hast, wo du gewohnt hast. Aber wenn man jetzt diesen Sticker gesehen hat und quasi deine Posts von dort. Und jetzt weiß ich, also ich habe halt sofort gewusst, wo das ist. Ja, so ungefähr. Ich sag mal, dort sieht ja auch alles gleich aus, ne? Also ja, ja, okay. Ja, also, stimmt. Du wusstest, okay, dieser Wohnblock, aber du weißt nicht genau welcher. Also, das hätte der vordere sein können, der hintere. Ganz vorne, ja. Ja, das stimmt, okay. Wenn wir jetzt eh schon. Ist so ein bisschen Pseudo, ja klar. Wenn wir eh schon bei schönen Orten sind, du bist ja auch jemand, der sehr, oder ihr seid welche, die sehr, sehr gerne verreisen. Was habt ihr schon erstens Pläne, wo es demnächst hingehen soll? Und zweitens, was war bisher der schönste Ort, wo ihr wart? Wir hatten vielleicht den Plan, nochmal auf die Malediven zu gehen. Also es wäre so ein Favorite, einfach runter, weil ich sag mal so, wenn wir verreisen, ist es in der Regel so, dass wir viel Kultur mitnehmen möchten. Auf allen Stationen. Bei mir war ich, ziehe jetzt nicht oder ich spiele jetzt nicht in Krefeld und wohne dann in Köln, ja, sag ich mal, weil Köln eine Stadt ist, kann er Krefeld auch kennenlernen. Und so ist es ähnlich bei den Reisen. Also, wenn wir verreisen, wir waren in Martinique oder auf Martinique, französische Antille, ein Traumurlaub. Aber wir waren die ganze Zeit unterwegs. Wir haben uns einen Leihwagen genommen. Die Insel ist 50 Kilometer lang und oder 80 lang und 30 breit. Und wir sind die 8 Tage, die wir da waren, einfach nur durch die Gegend gefahren, haben uns alles angeschaut, was es auf der Insel gab. Also wirklich die Kultur mitgenommen, im Urwald dann alles. Also wirklich alles gemacht. Und so rumliegen ist eigentlich nicht unser Urlaub. Boah, gar nicht. Hier auf den Malediven ist halt der Vorteil, dass du nichts machen kannst. Mhm. Hast du Ruhe und wir beide gehen uns nicht so klassisch nach 10 Tagen auf die Eier. können auch 14, 20 Tage da. Der eine nimmt sich ein Buch, der liest und dann liest er halt und chillst und schläfst und erholst dich wirklich. Und deswegen hatten wir das gedacht wegen Corona, weil du halt viele Kultursachen so jetzt aktuell nicht mitbekommst, wenn du mit der Maske, wenn dann Attraktionen gesperrt sind, wenn du vielleicht nicht reinkommst, dann wäre es schade, wenn du jetzt irgendwo Japan oder Asien oder was weiß ich, was machst und du kriegst die Hälfte nicht mit. Richtig. Aber wenn ich jetzt auf die zweite Frage dann eingehe, also deswegen sind wir uns unklar, was wir machen, wenn wir wieder verreisen können. Aber wenn ich auf die zweite Frage eingehe, dann muss ich sagen, das kann ich nicht auf einen Ort beziffern, unser Lieblingsstädtchen oder unsere Lieblingsstadt, so Städtchen, wo wir uns beide wohlfühlen, ist einfach Barcelona. Das ist mega, das ist so wie als so unsere Lebenskultur. Die Leute in Spanien, habe ich so manchmal den Eindruck, oder in Barcelona, die und wir Deutschen, wir leben, um zu arbeiten. Teilweise. Ja, und das merkst du einfach in Spanien. Da gehst du um 22 Uhr, gehst du irgendwo hin und da ist Leben. Da ist einfach, da geht's ab, dann bist du in der Tapas-Bar, da dieses, auch die Essenskult, sage ich mal, der dann eher Richtung Abend geht. Das ist eher so unseres, aber die schönsten Urlaube waren Martinique und die Malediven. Mexiko war super. Also wie gesagt, wir sind viel rumgekommen, aber ja. Martinique war ein Traumurlaub. Traumurlaub. Oh, geil. Naja, das hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr traumhaft an. Ich habe noch eine letzte Frage an deine Frau. Also sie kann ruhig hinter die, also quasi, also wir müssen sie nicht sehen, aber ich würde ihr gerne eine Frage stellen und sie soll sie beantworten. Ja, sie kommt schon, warte. Aber nicht umdrehen. Nein, nicht ins On. Also nein. René hat ja gerade gesagt, er spielt Spiele, um zu gewinnen. Jetzt hat sich mich die Frage, oder jetzt mir die Frage gestellt, spielt ihr privat auch nochmal irgendwie Spiele oder macht es gar keinen Spaß, gegen ihn zu spielen?
Also Monopoly spiele ich nicht mehr gegen ihn. Das was ist denn so ein Spiel, wo du noch so richtig Chancen gegen ihn hast? Ach, so ganz normale, also wir haben, wie heißt dieses eine Spiel? Ganz schön Ganz schön clever. clever heißt das. Das ist so ein Würfelspiel, da geht es um Zahlen eintragen und Würfel werfen und Okay. da kann ich ihn schlagen. Aber der René ist schon, er gewinnt schon oft. Also manchmal ist er auch frustrierend. Aber bei Monopoly halt mit Mitteln, die nicht gerade. Er gibt halt keine Straße ab, auch wenn er pleite geht. Alles klar. Danke, danke dafür auf jeden Fall. Okay, ja, dann bringe ich das Ding mal jetzt so langsam Richtung Ende. Und ich habe noch die Frage, und zwar, das sind jetzt die letzten beiden Fragen, die ich habe. Das sind noch Fragen, die in jedem Format mit dabei sind. Und zwar, du bist jetzt auch hier, weil der Patrick Reich dich nominiert hat. Und jetzt würde ich dich gerne bitten, dass du eine oder vielleicht auch mehrere Personen nominierst, wo du sagst, erstens, du kannst oder vielleicht du kannst dir diese Person oder Person hier drin vorstellen, oder du würdest einfach auch gerne hören, was diese Person so außerhalb des normalen Pressewahns von sich so noch so erzählen kann. Ja, wen würdest du gerne nominieren? Da sind wir jetzt auch wieder bei dieser Thematik, die relativ schwierig zu beantworten ist. Ich glaube, dass aufgrund dessen, was du auch machst und nicht nur aufgrund des Talks, der relativ locker und frei ist, ganz gut passen könnte, wäre Dennis Kempe. Auch, also für mich damals auch ein absolutes Vorbild war, was Professionalität angeht, halt mit dem Körper, mit dem Maximum rauszuholen. Und mit dem ich mich auch sehr gut verstehe, gleiche Ansätze habe, was sowohl den Fußball angeht, als auch das Privatleben, als auch, ja, mit dem ich mich einfach sehr, sehr gut verstehe. Und ich glaube, der könnte ganz gut hier reinpassen. Okay, sehr, sehr cool. Habe eine Sache noch vergessen, und zwar, was mich auch persönlich auf jeden Fall noch interessiert. Ich meine, du bist jetzt 31, richtig? Am Samstag Am werde ich. Samstag wirst du 31. Hast du jetzt schon Pläne, wie es mit deiner Zukunft aussieht? Erstens, wie lange du noch spielen möchtest. Zweitens, wenn du mal aufhörst, in welche Richtung es dann vielleicht geht, oder bist du dann noch komplett offen? Ich hole ein kleines bisschen aus zum letzten Mal. Also ich möchte noch so lange Fußball spielen, wie es geht. Gerne auch noch 10 Jahre. Also ich glaube auch, dass das Spiel nicht viel moderner wird, als ich es interpretieren kann. Ich glaube nicht, dass ein Torwart noch mehr rausspielen soll oder was ich quasi die Aufgabe nicht mehr erfüllen könnte. Ich merke jetzt, dass ich mit 30, jetzt bald 31, in der besten Form bin und es ist die Grenze noch nicht erreicht, ja, meiner Leistungsfähigkeit. Das sehe ich, dass es immer noch weiter nach oben ging und weiter verbessern kann. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn ich fit bleibe, dass ich auf jeden Fall noch 10 Jahre spielen kann. Hochklassig, höherklassig. Da kommt dann natürlich dazu, dass du verletzungsfrei bleibst, dass du ein bisschen Glück hast, was die Vereine angeht, dass du ein bisschen, ja, das hast du nicht unbedingt selber in der Hand, alles, was passiert. Aber wenn es die Situation hergibt, will ich es auf jeden Fall so lange durchziehen. Und was das drumherum oder das danach angeht, wollte ich eigentlich früher immer in die Sportpsychologie einsteigen. Studiere per Fernstudium Wirtschaftspsychologie. Bin aber, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ein kleines bisschen nachlässig, was das angeht. Habe in den letzten Jahren durch diese Geschichte der Ernährung, durch die Geschichte der Leistungs- oder der Performance-Steigerung mein Feld oder mich auch selbst gefunden und glaube, dass ich in die Richtung, oder ich glaube nicht nur, sondern ich bin gerade dabei, die Konzepte fertig zu machen und Gewerbe anzumelden, Richtung Health and Performance Coaching, was sich um den 360 Grad, ja, das 360 Grad Leistungsspektrum des Sportlers kümmert. Da ist die mentale Schiene dabei, da ist das Lifestyle dabei, da ist die Ernährung dabei, Supplementierung dabei, Personal Coaching vielleicht dabei. Und überall, wo ich meine eigenen Grenzen merke, habe ich ja ein gutes Netzwerk an Leuten, an die ich es weitervermitteln kann. Und ich glaube, da möchte ich in diese Beratungsschiene oder ich werde in diese Beratungsschiene gehen, dass ich quasi
nicht nur rein stupide die Leistung optimieren möchte, sondern ja. Lebensqualität. Was war das denn bitte dann damals für ein krasses Torwart-Duo? Du und Robin. Robin macht ja auch, also geht ja auch in so eine psychologische Richtung. Ist ja sehr, sehr, sehr interessant. Dann habt ihr euch damals schon so ein bisschen darüber unterhalten dann, oder? Absolut, ja. Robin und ich haben uns super verstanden, sind auch jetzt noch sehr, sehr gut im Kontakt. Und ich finde, was er macht, ist sehr gut. Und vor allem, weil er es einfach tut, weil er es umsetzt. Ja. Bei ihm ist der wissenschaftliche Titel natürlich noch dahinter, der Psychologie. Ich glaube, er hat jetzt seinen Master abgegeben. Und ich respektiere ihn sehr aufgrund seiner Einstellung und aufgrund seines Wissens und seiner Ansichten. Und das kommt bei ihm genauso zurück an mich. Und ich glaube, wir können uns da, was ich eben auch gesagt habe, wenn ich persönlich merke, ich würde bei einer Beratung an meine Grenzen stoßen. Ja? Ich kann einem Spieler vielleicht psychologisch nicht mehr weiterhelfen, weil er gewisse Blockaden hat, für die ich keine Lösungsansätze habe. Dann könnte ich zum Beispiel diesen Spieler dann eben an Robin weitervermitteln, weil ich weiß, super damit gearbeitet. Oder was ich eben schon angesprochen habe, die Übungen, die ich zusammenstellen kann oder dieses Wissen von Personal Training, Workouts, was weiß ich, was ich habe, reicht nicht, um diesen Spieler weiterzukitzeln, ja, oder das Maximum rauszuholen. Dann kann ich zum Beispiel an den Maxi Kessler vielleicht vermitteln. Oh, Maxi, das ist auch bald hier. Ja. Sensationeller Trainer für eben die Geschwindigkeit ist, ja, oder eben an den Patrick Reich vermitteln. Genauso habe ich Ökotrophologen an der Hand, wenn irgendwelche ernährungsphysiologischen Probleme auftreten, die ich nicht behandeln kann, weil ich eben keinen akademischen Grad habe, dann kann ich dorthin vermitteln. Und so stelle ich mir dann eben quasi dieses Netzwerk vor, dass ich den Spieler 360 Grad nach vorne bringe, anschaue, wie ist sein Lifestyle, wie ist sein Bewusstsein, was ist er für ein Typ, wie ist sein Training, seine Trainingsmotivation, wie ist sein Leistungslevel, wie ist seine Ernährung und eben überall kleine Kleinigkeiten weiter verbessern. Soweit natürlich individuell angepasst, ohne Schablone. Und ich glaube, dass das, oder ich sehe es täglich in der Kabine. Das ist nämlich mein Vorteil. Ich weiß ganz genau, wie es den Jungs geht. Also ich bin keiner, der jetzt einfach... Das ist aus der Praxis. Ich bin keiner, der jetzt... Psychologie studiert hat oder Ökotrophologie studiert hat und habe aber keine Ahnung vom Leistungssport und weiß nicht, was die Abläufe sind, sondern ich verstehe die Jungs, ich weiß ganz genau, was Sache ist, ich weiß auch ganz genau, wie eine Trainingswoche abläuft, ich weiß ganz genau, wie der Druck ist, der auf die lastet und deswegen habe ich vielleicht einen ganz anderen Zugang zu den Jungs und ja, jetzt kann man ja so sagen, bin ich gerade dabei mit zwei meiner Mannschaftskollegen so ein bisschen in die Richtung gehen, Ernährung und Performance, ihre Ziele so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und dann sehen wir mal, was da am Ende rauskommt. Aber ich glaube schon, dass es Zukunft hat. Jetzt ganz kurz dazu noch. Du bist ja jetzt schon extremst lange auf einem sehr, sehr hohen Level mit dabei. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was, also wenn man das pauschalisieren kann, was fehlt so den meisten noch oder wo könnten die meisten noch arbeiten, in welchen Bereichen? Der größte Defizit ist tatsächlich in der Ernährung. Ah ja, okay. Ja, das ist der größte Defizit. Natürlich hast du überall Jungs, die vielleicht nicht austrainiert sind, die nicht an ihrem körperlichen Leistungsmaximum sind. Aber dafür hast du einfach schon eine breit aufgestellte Athletik-Schiene im Fußball. Aber die Ernährung ist grausam. Ist teilweise in den höchsten Ligen noch grausam, was für Sachen angeboten werden, auch vorm Spiel, nach dem Spiel. Weil dieses Bewusstsein nicht vorhanden ist. Ja, weil, ich meine, es gibt jetzt die Doku über die Ernährungsberaterin, glaube ich, von Liverpool. Ich habe es noch nicht gesehen. Wo gibt es die? Ich glaube, bei Netflix. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt, aber ich weiß es einfach und ich sehe es tagtäglich, dass in der Ernährung einfach so viel Shit, ich sage es wirklich ganz viel getrieben wird, der deiner Leistung und deinem Körper oder der Körper hindert daran, seine Maximalleistung zu bringen. Und früher haben sie mir gesagt, ja, Nahrungsergänzungsmittel und Ernährung, ja, lass das 2% sein, 1%. Hängt ja mal eine Null, also das ist riesengroß, ernsthaft. Ja, und ich kann es aus eigener Praxis einfach sagen, wenn du es clean machst, wenn du es sauber machst, individuell auf dich angepasst, ja, mit deinen Verträglichkeiten, dann bist du
du bist kaum müde. Das Training, was du normal machst, wir Fußballer haben ja ähnlich das Privileg, dass wir relativ wenig trainieren im Vergleich zu anderen Sportarten. Wenn du die Einzelsportarten anschaust, die sind ja geisteskrank am Arbeiten. Wir gehen eine Stunde raus und machen ein bisschen was und dann gehen wir wieder rein. Und es ist ganz oft so, dass die Jungs dann gar nicht ausbelastet sind. Aber wenn du dich dann noch dahin bringst, dass du noch mehr Energie hast, dass du deinen Körper richtig fütterst mit den richtigen Sachen, noch mehr Leistung bringen kannst, noch härter trainieren kannst, ist doch klar, dass du einen höheren Trainingseffekt hast. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich sehe es so oft vor den Spielen, was teilweise gegessen wird, wo du dir mit dem Wissen einfach an den Kopf schlägst, weil sie halt sagen, ja, seit 30 Jahren machen wir das so, dann machen wir das jetzt so weiter. Ja. Ist das so. Ja, schade. Schade, dass du am Sonntagabend bei unserer Clubhouse-Runde nicht dabei warst, weil da hatten wir nachher auch die Mannschaftsköche und Ernährungsberater von Schalke und Bremen mit dabei. Weißt du, Wiebke? Die Wiebke war bei mir auch schon im genau, Kopf. Wiebke und Jens hieß der von Bremen. Beide sehr, sehr, sehr coole Persönlichkeiten auf jeden Fall. Und auch mal dann nochmal interessant zu sehen, was es da nochmal denn für Ansätze gibt. Aber gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass da der Optimierungsbedarf auf jeden Fall noch vorhanden ist. So, vielleicht kommt es dann dazu, wenn der René Vollert dann seine Karriere irgendwann beendet hat und dann in die Vereine reingeht und das Ding einfach mal umdreht. So. Kann passieren, aber ich glaube, ich sehe mich eher als Individualberater als Mannschaftsspezialist, weil du halt einfach dann besser drauf eingehen kannst. Die Ernährung ist so hoch individueller, auf jeden Fall. So hoch, ja. Dass ich kann zwar eine Schablone drüberlegen und kann, ich werde auch jetzt aktuell immer gefragt, ja René, ist das so okay, was im Hotel zum Essen gibt, so ungefähr. Dann kriege ich die Liste und dann sage ich so, ja, okay, passt. Also ist nicht mein Bereich, ja, deswegen, ich konsumiere mich vorwärts spielen. Aber wenn ich halt helfen kann, dann helfe ich. Ne? Aber wie gesagt, ich möchte es eigentlich individueller gestalten, weil jeder die eigene Aufmerksamkeit einfach verdient hat. Zu 100%, auf jeden Fall. Was man auch noch verdient hat, ist, ich würde jetzt zu meiner letzten Frage kommen. Ich habe hier noch eine Zuschauerfrage. Wenn du willst, nehme ich die mit rein. Ansonsten stelle ich jetzt die letzte Frage. Gerne. Okay. Und zwar von dem Martin. Der Martin möchte wissen, was der Kevin für ein Typ ist. Welcher Kevin? Der Kevin Großkreuz. Kevin ist zwischenmenschlich ein super Typ. Also er ist, ich muss sagen, die Medienlandschaft stürzt sich ja gerne. Dann, wenn halt mal ein was vorgefallen ist, dann bist du halt gerne mal das verbrannte Kind. Ja. Und Kevin ist einfach grundehrlich, dieses Pot-Image, was man hat, oder was er hat, das lebt er auch. Ja. Er ist ehrlich, er ist loyal, er ist niemand, der sich verbiegen lässt. Er macht sein Ding und wenn es halt dann notfalls ist, dann rennt er halt auch gegen die Laterne, ja, mit seiner Art. Ja. Aber das ist auch eine sehr positive Eigenschaft, diese Treue oder diese Loyalität gegenüber Leuten zu haben, denen man sie dann versprochen hat, weil oft ist es halt einfach so, ja, wenn es dann um Geld geht oder wenn es dann um irgendwelche Karrieresachen geht, dann hört halt die Freundschaft auf, so ungefähr. Mhm. Deswegen, ich kann sagen, Kevin ist ein zwischenmenschlich absolut feiner Kerl. Okay. So, jetzt kommen wir zu der allerletzten Frage jetzt wirklich. Verrat mir noch mal ganz kurz, wo, aus welchem Ort oder Dorf du jetzt herkommst. Ich komme aus, ja, gebürtiger Amberger bin ich zwar, aber ich komme aus Schwandorf. Also ich habe bis ich 13 war, eben in Schwandorf gelebt. Okay, sagen wir einfach, wir nehmen jetzt Schwandorf. Scheint wohl präsenter zu sein. Gibt es in Schwandorf irgendwie ein Rathaus, Marktplatz oder irgendwie sowas? Ja. Okay, also der Bürgermeister von Schwandorf kommt zu dir. Ja. Ganz kurz, bist du da schon im Goldenen Buch? Natürlich nicht. Ah, okay, da müssen wir auf jeden Fall noch was dran tun. Also, okay, der Bürgermeister von Schwandorf kommt zu dir und sagt, René, Jung, also ich kann nicht fränkeln, deshalb mache ich es erst gar nicht. Oberpfälzisch. Ich sage mal, ich bin Franke, das möchte ich jetzt vor den 16 Leuten, die jetzt hier zugucken, mal raushauen. Ich bin kein Franke, ich roll zwar das R, aber ich bin Oberpfälzer. Oberpfälzer, oh, okay. Eigentlich bin ich ein richtiger Bauer. Also ich. Okay. Oberpfalz. Okay, alles klar. Okay. Glaube ich, Schwandorf, alles klar. Dann,
Dann Schwandorf. Okay, alles klar. Also, der Bürgermeister von Schwandorf kommt zu dir und sagt: Ey, Jung, René, finde ich klasse, was du bisher alles geleistet hast. So einen guten Keeper in Schwandorf hatten wir noch nie. Ich möchte dir, es ist Zeit, auch mal Danke zu sagen, auch mal was zurückzugeben. René, hier auf dem Marktplatz kriegst du jetzt diese Plakatwand, die ist 5x10 Meter groß. Und du darfst da eine Message, Nachricht, sonst irgendwas draufschreiben. Und diese Plakatwand gehört mehrere Wochen dir. Was schreibst du da drauf oder was lässt du da drauf machen? Ja, also ich würde auf jeden Fall keinen Scheiß drauf machen. Ja, nee. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du da, keine Ahnung, irgendein Graffiti drauf machst oder irgendwas, was du mal irgendwelchen Mitspielern oder Schiedsrichtern zurufst. Graffitis können gesellschaft, ja, und sehr, sehr gesellschaftskritisch und zeitgemäß. Ja. Deswegen kommt es natürlich darauf an, was für ein Graffiti. Meinst du was wie Banksy, oder? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Aber die meisten Graffitis, die man dann halt so sieht, sind irgendwelche Penner, die irgendwas Dummes auf eine U-Bahn taggen. So. Ja. Ja, so wie wahrscheinlich jedes kleine Kind früher, ne? Ich auch. Ach wirklich? Hast du auch eine... Der Bürgermeister von Schwandorf musste erstmal meine Graffitis entfernen, ja. Das... Okay. Gott, was würde ich da drauf machen? Ich glaube, aktuell so würde ich... Es gibt so zwei Themen, die mich gesellschaftskritisch wirklich oder gesellschaftsrelevant wirklich so ein bisschen bewegen. Und das ist zum einen Rassismus, der eine Vollkatastrophe ist und überhaupt nichts in der Gesellschaft verloren hat. Mhm. Und Tierwohl. Da geht es eher in diese Richtung, du hast mich verstanden, Tierwohl, ja. Tierwohl. Tierwohl. Ich hab Tirol verstanden. Okay. Weil ich es einfach katastrophal finde und ich immer einen halben Schnaubanfall kriege, wenn ich sehe, dass die Leute ihr Yakult für 4 Euro kaufen, was einfach nur Zuckermilch ist, und dann die Eier für 10 Cent, wo die Hühner quasi auf einem Quadratmeter zu 48 gelebt haben. Mhm. Ja. Ja, Schweinefilet für 3 Euro das Kilo oder was weiß ich was. Ja. Mhm. Ist einfach kritisch, ja. Da fehlt es einfach am Bewusstsein. Vielleicht würde ich da eine gute Mischung finden. Also es ist schwierig, sowas jetzt plakativ zu sagen, weil nicht umsonst. Wenn ich was mache, und das hast du ja mitbekommen, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Mhm. Und es wäre auf jeden Fall irgendeine Botschaft, die sich stark gegen Rassismus ausspricht. Mhm. Und diese Themen kann man natürlich schwerlich vermischen. Aber ich bin mir sicher, man würde irgendwas... Ja, das stimmt. Meine Frau sagt, der Panda-Bär von Banksy, den kennt jeder mit diesen 2 Waffen in der Hand. Der auf fast allen Postkarten ist. Er sagt ja so ungefähr, be like a panda. Er ist weiß, er ist schwarz. Und er ist im Prinzip eine gefährdete Art, sag ich mal. Ne? Mhm. Irgendwie sowas in diese Richtung, was das rausstellt, dass Rassismus absolut überhaupt gar keinen Platz hat, weil das das Schrecklichste ist, was es überhaupt gibt. Und eben, dass man ein bisschen mehr Bewusstsein und Respekt vor dem Leben vor Tieren haben sollte. Ja, und das ist, also das sind ja, also es sind zwar so Dinge, die so sehr, sehr groß klingen, aber es... Jeder für sich kann ja schon jetzt, wenn es ums Tierwohl geht, für sich selbst entscheiden, wie und was er einkauft. So ganz, ganz simpel. So. Ja. Und damit ist es halt schon getan. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann tagtäglich auf irgendwelche Demonstrationen oder sonst gehen muss. Es ist hier, an der eigenen Nase fängt es an. Und wenn da jeder mal ein bisschen was reflektierter wäre, was du auf jeden Fall bist, was ich auch geil finde, würde die Welt dahingehend auf jeden Fall schon deutlich, deutlich besser aussehen. Das Schöne ist, dass der Trend bei jungen Menschen ja wirklich dahin geht. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann man dahingehend halt schon sagen. Und wenn also natürlich hast du jetzt so, halt so Leute, die sagen, so, der ist Fußballprofi, der kann sich's leisten. Ganz ehrlich, wer sagt denn, dass du 7-mal die Woche dein verdammtes Steak essen musst?
So, also jetzt mal im Ernst. Also, so dann hol's lieber einmal die Woche und dafür ein gutes, ein richtig, richtig gutes, statt siebenmal die Woche irgend sowas Eingeschweißtes vom Supermarkt, wo du dann sogar noch die Ampel hast, die rot ist. So, also. Ich bin kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier. Ja. Ich auch nicht. Aber so, bei mir ist es persönlich auch so, so, wenn ich halt wirklich mir mal so Fleisch oder sowas gönne, dann geht es hier bei mir nach Oedding zum städtischen Metzger, wo ich halt weiß, dass die Sachen hier aus der Region von Höfen kommen, so wo es den Le Tieren halt auch gut geht. Ja. Und gehe jetzt nicht rüber zum Lidl und hole mir da dann, ja, keine Ahnung, wo Stallhaltung irgendwas draufsteht. Das ist so simpel. Der Geldbeutel ist, sage ich mal, eine kleine Ausrede für die fehlende Zeit und das fehlende Wissen. Und Ernsthaft, ja. sollte so ein Fach auch in die Schule. Das ist natürlich jetzt wird man das Thema komplett sprengen, aber Ja. Bewusstsein und Wissen und mit dem Auseinandersetzen dieser Materie, weil es ist günstig, man kann sich günstig fleischloser ernähren. Das ist Auf jeden Fall. sogar noch günstiger, als wenn ich halt das sowieso schon günstigste Fleisch nehme. Ne? Ja. Da fehlt es eben Bewusstsein und an Wissensvermittlung. Das meinen, die Leute machen es nicht, weil sie böse sind oder Nee, weil nee, sie nee, nee, einfach nur weil. sind, sondern weil sie halt nicht dieses Wissen vielleicht vermittelt bekommen haben. Und das erschließt sich jedem, wenn du dem das erklärst und ihm sagst, pass auf, nimm lieber dieses Produkt anstatt dieses Produkt. Er fragt, warum? Und du sagst, ja, deswegen und deswegen, dann versteht es jeder. Und wenn du dann noch sagst, am Ende kommst du sogar vielleicht noch günstiger weg, ja, dann macht's auch jeder. Weißt du, das ist Ja. eine Bewusstseinsvermittlung. Ja? Aber das geht ja frühkindlich schon los mit dem Thema Fleisch, was ja marketingtechnisch ganz, ganz groß ist. Ja. Es ist natürlich schwierig, ja. Also, das ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, mit jedem, mit dem ich jetzt, ich war mit den beiden Jungs auch einkaufen, zusammen mit meiner Frau, und da sind wir ein paar, haben ein paar Lebensmittel durchgesprochen, und sie dachten auch, dass der Einkauf für eine ganze Woche wesentlich teurer sein müsste, weil es ist alles Bio, es ist ja alles hochqualitativ, es ist ja alles, es sind ja gute Lebensmittel, und haben sich gewundert, ob so teuer war es ja gar nicht. Ja. Ja, Weil halt das richtig. einfach, sag ich mal, das Stück Fleisch für 25 Euro oder oder für 20 Euro halt einfach weg ist. Ja? Und wenn ich halt noch viermal in der Woche gut qualitatives Fleisch kaufen möchte, dann bin ich schon, ja, dann wird es teuer, ne? Sag ich mal. Ja, auf Aber jeden ich Fall. mache es am Tag. Aber die Sache, also das ist halt das Gute, dann kommen wir jetzt auch zum Schluss. So, mach du das mit den beiden Jungs jetzt noch ein paar Wochen oder Monate. Irgendwann gehen die beiden Jungs zu ihren Leuten und machen dann vielleicht dasselbe. Und Genau. so wird das dann mit der Zeit immer größer. Und deshalb jede Person, die sich da, also erstens schon mal gut, wenn du dich selbst darum kümmerst, aber jede Person, die dann auch sagt, okay, ich möchte auch anderen das vielleicht ein bisschen was Genau. näher bringen, ist wirklich ein riesiger Mehrwert. Und so irgendwann vielleicht, ja, haben wir dann auch so einen Markt, dass es eigentlich kaum noch sowas gibt, so Richtig, ja. billig Fleischprodukte. Aber das sowas funktioniert nicht von heute auf morgen. So. Genau, ja. Und dasselbe Thema ist im Prinzip bei Rassismus auch, wenn Ja. ich es nicht durchgehen lasse, und auch diese dummen Sprüche, die sich halt einfach sprachgebrauchlich bei uns halt im täglichen Sprachgebrauch einfach so drin sind, die auch gar nicht böse gemeint sind, wenn ich dann sage, hey, weißt du eigentlich, was du gerade gesagt hast? Einfach darauf aufmerksam machen, hey, was hast du gerade gesagt? Überleg mal gerade, was du eigentlich täglich von dir gibst. Auch, das kann auch diskriminierend sein, das kann vielleicht auch frauenfeindlich sein, egal was es ist. Wenn ich dann sage, überleg mal, was du gerade gesagt hast, dann bringe ich schon einen Anstoß. Und da Auf geht jeden es einfach Fall, los. klar. Weil Da geht es einfach dann los. da oben so ein leichtes Rattern anfängt und das nicht so als selbstverständlich Genau. wahrgenommen wird. Genau. Ja. Es ist nur die Gewohnheit. Es ist nur die Ja. Gewohnheit, die es dazu macht. Ja, und wenn es halt alle machen, dann ist ja nicht so schlimm. Ja, also natürlich hast du so ein paar Leute, die dann nicht so das Vermögen haben, das so etwas Klar. kritischer zu hinterleuchten, aber die hast du halt überall. Aber wenn du Genau. nur eine Person auch wiederum, wie beim Essen, davon überzeugst, ey, René, sorry, tut mir leid, dass ich das gesagt habe, Ja. ist nicht korrekt, dann hat man sein Soll erreicht, ganz Genau. ehrlich. Genau. So, und damit beenden wir diese Runde. René, du bist wirklich klasse Kerl, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, ebenfalls. Wenn Danke ich zurückgeben. irgendwann demnächst in München bin, das ist sogar vielleicht gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil ich zu einem Arzt muss, sage ich dir Bescheid. Wenn du nochmal hier im wunderschönen Rheinland bist, sag mir auch gerne Bescheid. Und vielleicht überrede ich dich ja noch für eine Kickbass-Runde, ich glaube aber eher nicht. Nee. Und dann, ja.
Bis ganz, ganz bald. Dir noch einen genau. schönen, euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg in der Saison noch. Dankeschön, ebenfalls. Wir hören uns. Alles klar. Mach's gut. Ciao.